Star Citizen Hintergrund. Mehr Informationen zur Technik, zur Community und der Entwicklung von Star Citizen. So, da bin ich wieder. Mit jeder Menge Informationen, denn das Video, was ich eigentlich letzte Woche rausbringen wollte, das kommt diese Woche mit in das Video rein und dementsprechend haben wir viele, viele zu besprechende Themen, denn ich übersetze euch das Star Citizen Live mit dem EUPU Feature Team, das Star Citizen Live mit dem Actor Feature Team und wir werfen einen Blick auf den Star Citizen Monthly Report, also den Star Citizen Monatsbericht. Und natürlich, wie gewohnt, habe ich die ein und andere Zusatzinformation für euch mit eingebaut. Dementsprechend haben wir ein langes Video vor uns. Schnappt euch also ein Heißgetränk eurer Wahl, lehnt euch zurück und dann wünsche ich euch mit diesem Video viel Spaß. Ja, vorweg. Ich bin wieder gesund, das ist gut so. Ich hatte ein bisschen befürchtet, dass es mich jetzt richtig umhauen wird. Tatsächlich am letzten Mittwoch, also ich hatte schon so 2 Tage Halsschmerzen, dachte so, hast dich erkältet. Und meine Frau kam an und sagte, oh, ich hatte einen Corona-Kontakt mit ihrer Corona-Warn-App. Und dann hatte sie Mittwoch einen Schnelltest gemacht. Kurz drauf geguckt, 5 Minuten später zur Arbeit gefahren und dann habe ich 10 Minuten, Viertelstunde später drauf geguckt und stellte fest, oh, der ist ja Corona-positiv. Habe sie schnell angerufen, naja, dann kam sie schnell nach Hause gefahren und ich bin dann an dem Vormittag zu einem eigentlich kleinen Klön zu PsychShot in den Stream, weil ich mich auch überhaupt nicht so richtig wohl gefühlt habe und eigentlich schon so damit liebäugelte, mich krank zu melden in der Firma. Hab mir also ein Käffchen geschnappt bei PsychShot in den Stream und innerhalb von Minuten, ganz plötzlich, ich glaube, ich war 5 oder 10 Minuten bei ihm und ganz plötzlich hat es mich einfach echt von den Beinen gerissen. Mir ging es richtig schlecht. Mir war schwindelig und ich hatte erhöhte Temperatur und ja, Husten, Schnupfen, Heiterkeit. Und Donnerstag tatsächlich war der Spuk schon wieder größtenteils vorbei. Ich hatte dann eine kleine Situation, in der ich dummerweise mit den Hunden mitten im Wald in ein Gewitter gekommen bin, sodass ich da rausgejoggt bin und das war irgendwie nicht so richtig toll. Es hat mir ganz heftig in den Bronchien wehgetan und dann habe ich Freitag dann damit noch rumlaboriert und aber seit dem Wochenende bin ich wieder fit und insofern, ja, haben eure vielen, vielen, vielen Besserungswünsche bestimmt dazu beigetragen. Hab mich echt gefreut. Das ist Wahnsinn, wie viele Leute mir hier Besserungswünsche geschickt haben. Das nimmt überhaupt kein Ende, diese Liste. Also vielen, vielen, vielen lieben Dank für all eure Besserungswünsche. Habe ich alle gelesen, habe mich sehr darüber gefreut und hat mir bestimmt geholfen, auch so schnell wieder gesund zu werden. Gut, vielleicht auch die Impfung, man weiß es nicht. Auf jeden Fall kann ich an das Corona-Thema jetzt auch einen Haken machen. Und am Dienstag, den 19.04., am Osterdienstag sozusagen, da geht es dann auch gleich weiter mit Mitch van Heiden und mir und der Verse Night. Yay, sie startet wieder am Dienstagabend um 20.30 Uhr und wir haben wieder spannende Gäste, die Mitch organisiert hat. Und zwar von der Star Citizen Kantine und vom Team des Star Citizen Wiki, des deutschen Star Citizen Wiki. Schaltet also auf jeden Fall ein. Es gibt spannende Creator unserer Star Citizen Community kennenzulernen und natürlich über interessante Themen zu sprechen. Und Musik haben wir auch wieder am Start. Jetzt geht's aber hier rein in die Übersetzung und wir starten mit dem EUPU Feature Team. Dort zu Gast bei Jared Huckabee sind Thorsten, der Senior Systems Designer für das EUPU Feature Team. Jacob oder Jakob ist ein Gameplay-Programmierer und hauptsächlich für die Programmierung des Loot Generation Systems verantwortlich. Weiterhin kümmert er sich um das Raumsystem und darum, wie viele Planeten oder Monde das jeweils nächste System haben wird. Und dann haben wir noch Jarek. Jarek ist ein Spieleprogrammierer wie Jacob.
also auch für die Programmierung und den Live-Support zuständig, das Lebenserhaltungssystem und unter anderem noch für Themen wie Laser- und Mining-Gadgets. Und alle zusammen kümmern sie sich um die EUPU-Gameplay-Features. Das sind Dinge wie Tanken, Loot, Mining, Lebenserhaltung, Energiemanagement und so weiter. Los geht's mit dem ersten Thema, dem Betanken. Wie funktioniert eigentlich das Tanken, ist die erste Frage. Zunächst einmal braucht man eine Starfarer zum Tanken aktuell. Bis jetzt ist sie nämlich das einzige Schiff im Spiel, das andere Schiffe betanken kann. Es gibt zwei Varianten, die normale Starfarer und die Starfarer Gemini. Ihr spawnt euer Schiff, fliegt zu einem beliebigen Hafen und öffnet die Vehicle Maintenance Services App, also die Fahrzeugwartungsdienst-App. Dort gibt es zwei Schaltflächen. Die eine ist die Auto-Schaltfläche und die andere ist die manuelle Schaltfläche. Wenn ihr auf den manuellen Button klickt, öffnet sich eine Liste aller verfügbaren Tanks und Treibstoffgondeln, also die Pods, die Tanks, die hinten an der Starfarer angebracht sind. Die Treibstoffgondeln sind also die Tanks an der Außenseite der Starfarer und ihr könnt alle sechs mit Hydrogen Fuel, also mit Wasserstofftreibstoff füllen oder aber auch zum Beispiel drei mit Wasserstofftreibstoff und drei mit Quantum Fuel, also Quantumtreibstoff befüllen. Der nächste Schritt ist dann abzuheben und dann seid ihr im Grunde genommen bereit für den Treibstoffmarkt. Leider gibt es aktuell noch kein Beacon-System, also sind die Spieler auf die Chat-Kommunikation angewiesen. Das heißt, wenn ihr mitteilt, dass ihr mit der Starfarer unterwegs seid und Treibstoff anbietet, dann bekommt das jeder mit, auch Piraten. Dementsprechend solltet ihr in Erwägung ziehen, nicht ganz ohne Verteidigungsmaßnahmen unterwegs zu sein, sei es Geleitschutz, sei es Leute in den Turrets. Wenn ihr in einer Organisation seid, könnt ihr entweder über Discord oder Teamspeak mit euren Leuten sprechen, um die mit Treibstoff zu versorgen und eure Treibstoffservices anzubieten. Das wären dann die anderen Alternativen. Wenn ihr jemanden gefunden habt, der eure Hilfe braucht, dann fahrt ihr euren Ausleger aus und es findet ein Undock-Vorgang statt. Ihr müsst einen Preis für den Treibstoff festlegen, wobei ihr den Treibstoff auch umsonst abgeben könnt, wenn ihr wollt. Dann durchläuft das Undock-Schiff den gleichen Prozess, wie ihr ihn auf der Station zuvor durchgeführt habt. Als nächstes muss das kaufende Schiff wieder das Mobiglas öffnen, geht in die Vehicle Maintenance Services App, kauft die Menge an Treibstoff, die der Spieler braucht und ihr als Starfarer-Besitzer bekommt dann diese Anfrage. Als nächstes öffnet ihr dann den entsprechenden Treibstofftank, um den Treibstoffdurchfluss freizugeben. Dann öffnet ihr den Zapfhahn und müsst die Durchflussgeschwindigkeit steuern. Und so habt ihr Einfluss darauf, wie lange es dauert, das andere Schiff zu befüllen. Sobald das andere Schiff mit der angeforderten Menge Treibstoff versorgt wurde, seid ihr fertig und beide können ihrer Wege ziehen. Wie hat sich das System in diesem Quartal verändert oder weiterentwickelt? Vom System selbst ist es nicht allzu viel, was sich verändert hat. Das Team hat nur ein paar kleine Änderungen vorgenommen. Wir haben jetzt eine variable Fließgeschwindigkeit, die Mechanik damals noch nicht hatte. Jetzt muss man wirklich auf die Geschwindigkeit des Treibstoffdurchflusses achten, um den Zapfhahn bzw. die Düse nicht zu beschädigen. Es gibt dazu die Mechanik der sicheren Fließgeschwindigkeit. Wird diese überschritten, kann es zu Beschädigungen der Düse kommen. Das Team wollte hier ein Element hinzufügen, das Profession und Know-how erfordert, denn je mehr Pods man geöffnet hat, also je mehr Treibstoffgondeln man geöffnet hat, desto mehr und größere Schwankungen hat man im System und das kann dazu führen, dass die Strömungsgeschwindigkeit steigt und das Schiff beschädigt wird. Aber der Hauptunterschied ist definitiv die Benutzeroberfläche. In den letzten Monaten wurde viel an der Benutzeroberfläche gearbeitet und das Team ist mit dem Ergebnis zufrieden. Im Moment haben die Spieler die Kontrollbildschirme direkt an den Pods. Wie lange wird das endgültige Auftanken dauern? Klar, das hängt von der Größe der zu befüllenden Tanks ab, aber reden wir von Minuten oder von Stunden? Aktuell hat das CRG so ausbalanciert, dass die Gladius mit der Standarddüse und der Standardausrüstung der Starfarer etwa 40 Sekunden zum Volltanken benötigt. Das ist sozusagen das Schiff, von dem CRG erwartet, dass es diese Mechanik am meisten nutzt. Und wenn man dann also eine 890 Jump auftanken will, dann wird das seine Zeit brauchen, weil dieses Schiff riesige Tanks hat. Es ist nicht so, dass das Team die Zahl auf magische Weise erhöhen kann, weil sie sich an eine bestimmte Realität halten wollen. So wie ein Rohr einen bestimmten Durchmesser hat und nur einen bestimmten Druck aushalten kann. Und deshalb haben wir diese Durchflussrate als Mechanik im Spiel. Und deshalb brauchen größere Schiffe länger zum Tanken. Wenn alles so funktioniert, wie es sein soll, dauert es aber nur wenige Minuten,
und keine Stunden. Werden wir in der Lage sein, Schiffe in einem Hangar aufzutanken? Aktuell noch nicht, aber das ist etwas, das CRG in Zukunft anstreben wird. Wenn ein Schiff wie die Starfarer voller Treibstoff ist und angegriffen und zerstört wird, wie wird der Treibstoff eigentlich behandelt? Wird er abgeworfen? Wird er in kleinen Lootkisten durchs All schweben oder verschwindet er einfach? Da der Treibstoff Teil der Treibstoffgondeln ist, wird er in der jetzigen Form zusammen mit der Starfarer explodieren. Auf der Rückseite der Starfarer befindet sich aber ein Display, über das ihr die Treibstoffgondeln steuert. Die Option Abkoppeln bedeutet, dass ihr die Treibstoffgondeln abwerfen könnt. Das gibt uns schon einen Hinweis darauf, was unser Ziel hier ist. Wenn also die Besatzung die Explosion irgendwie überleben möchte, bedeutet das, dass sie diese Treibstoffgondeln abkoppeln können, verschwinden und dass andere Schiffe die dann wieder aufsammeln können. Wenn ihr eine Starfarer besitzt und gerade eine andere Starfarer zerstört habt und eure Treibstoffgondeln in dem Falle leer sind, dann könnt ihr sie mit etwas Glück aufnehmen, diese schwebenden Treibstoffgondeln, und an eurer Starfarer anbringen. Das ist jetzt nicht für hier und heute den aktuellen Patch vorgesehen, sondern für die Zukunft geplant. Und Jared stellt sich jetzt vor, dass die Starfarer Gemini normale Starfarers jagt. Gibt es bald große Felsen oder Felscluster, Felshaufen, die durch eine Gruppe von Spielern abgebaut werden können? Oder welche Pläne gibt es für Multiplayer-Mining? Was die größeren Felsen angeht, das könnte eine kurzfristige Lösung für das momentan mehr oder weniger unattraktive Multicrew-Mining sein. Aber CRG hat da größere Pläne. Sie haben einige Ideen, wie sie Multicrew-Mining in Zukunft verbessern können. Eine der Visionen, die sie haben, ist, dass sie einige Schwachstellen an Felsen oder Felsformationen haben, die gleichzeitig bearbeitet werden müssen. Stellt euch eine Situation vor, in der ihr mit mehreren Prospectors auf denselben Fels zielt. Jeder trifft dieselbe Schwachstelle des Steins und dann müsst ihr es so synchronisieren, dass keine anderen Teile des Steins beschädigt werden. Dann spaltet sich der Stein schließlich und ihr könnt mit dem Abbau fortfahren. Das gleiche gilt für die Argo Mole. Hier möchte CRG sogar die Funktionalität der Mining Gadgets erweitern. Wenn ihr zum Beispiel einen Felsen habt, bei dem sich die Schwachstellen auf der jeweils gegenüberliegenden Seite befinden, dann könnte man Mining Gadgets benutzen, um die Schwachstellen sozusagen zu verschieben, sodass man den Fels trotzdem mit der Argo Mole von einer Seite knacken kann. Aber das liegt noch sehr weit entfernt in der Zukunft. Sind die Mining-Bugs, also das Scanning, behoben? Es gibt einige Korrekturen, die für Alpha 3.17 vorgesehen sind und CRG hofft, dass man damit die meisten Probleme behoben hat. Es ist ein sehr komplexer technischer Sachverhalt, aber sie hoffen, dass diese Fehler behoben sind. Wie wollt ihr das Mining so ausbalancieren, dass es die Ingame-Wirtschaft auch belebt und beeinflusst? Nun, das liegt an der Wirtschaft, das zu beantworten, aber ja, Thorsten stimmt dem Hintergrund bzw. Ausgangspunkt dieser Frage zu. Er ist auch kein großer Fan davon, dass Quantanium die einzige profitable Ressource ist. Er hat das Gefühl, dass sich das ändern wird, sobald CRG das Crafting und die Nachfrage der Spieler und vielleicht sogar die Nachfrage der KI erhöht hat, sodass sich die Werte der einzelnen Waren und Materialien verschieben. Aber die Entscheidung darüber liegt nicht in ihrem Team. Unterm Strich möchte CRG nicht, dass es nur eine wertvolle Ressource im Verse zum Abbauen gibt. Sie wollen, dass es für die Spieler und Spielerinnen wertvoll ist, verschiedene Dinge zu verschiedenen Zeiten und an verschiedenen Orten abzubauen, je nach Marktbedingungen, Geschäften in der Nähe und ihrer Seltenheit. Wenn also ein Material seltener ist als ein anderes, dann sollte es auch mehr wert sein. Was das Mining, also den Bergbau angeht, ist es immer noch geplant, unterirdische Lagerstätten und Erzadern zu haben, die die Spieler mit ihren FPS-Werkzeugen erschließen können? Ja, das ist immer noch der Plan. Sobald die Mechanik der Landansprüche, der Landclaims, vorhanden sind, sollten Landbesitzer die Möglichkeit haben, ein Loch zu graben und dann dort Sachen abzubauen oder ähnliches. Und das eröffnet auch die Möglichkeit wiederum für andere Gameplay-Mechaniken. Welche das sind, wird hier nicht erwähnt. Stichwort Lebenserhaltungssysteme/Raumsystem.
Wie sieht es mit der Lebenserhaltung aus? Vor ein paar Jahren wurde erwähnt, dass das Raumsystem kurz vor der Fertigstellung sei und schon bald implementiert werden könnte. Woran hakt das eigentlich? Nun, das geht so weit voran. Die damalige Aussage war wahrscheinlich nicht ganz korrekt und ein wenig irreführend. Es geht mehr als nur um das Raumsystem. Es braucht grafische Benutzeroberflächen für alle Panels, Steuerungen für alle Räume, eine Integration in Forschungssysteme und so weiter und so fort. Es gibt also eine Menge zusätzlicher Arbeit, die CIG zurzeit auch leistet. Und dann muss dieses System auch noch für die Schiffe eingerichtet werden. Es gibt also sehr viel zu tun. Aber es macht definitiv Fortschritte und Jarek, der daran arbeitet, oder Jarek, ist soweit zufrieden damit. Abgesehen davon muss CIG noch eine Menge Schiffe bearbeiten, um das System in einen veröffentlichungsfähigen Zustand zu bringen. Das ist also definitiv ein Faktor, der zu der Verspätung beiträgt. Und die Aussage, dass das Raumsystem fertig sei, ist auch nicht ganz richtig. Es wird ständig weiterentwickelt, um neue Funktionen zu unterstützen. Es ist eine wichtige Komponente, nicht nur für das heutige Gameplay, sondern auch für echtes Multicrew-Gameplay. Das Team gibt zu, dass es in Star Citizen im Moment nicht viel Multicrew-Gameplay-Mechaniken gibt. Im Grunde ist man entweder ein Pilot oder man ist Turmschütze. Und das war's dann auch. Aber Dinge wie Energiemanagement, Ressourcenmanagement und Lebenserhaltung, die klassische Ingenieursrolle, das wird in einer nicht allzu fernen Zukunft für ein aufregendes MMORPG-Feeling sorgen. Wenn wir die Lebenserhaltung und auch das Feuersystem haben, das noch in Entwicklung ist, das gibt eine weitere Aufgabe für andere Leute auf dem Schiff, wenn jemand sagt, wir haben Feuer auf Deck 3, schick jemanden, der sich darum kümmert. Das interagiert dann mit der Lebenserhaltung, dem Ressourcenmanagement und all dem, was zusammenkommt. Jedes Mal, wenn eines dieser Systeme in Betrieb genommen wird, ist das ein weiterer Ort, an dem Schaden entstehen bzw. verhindert werden kann. Wenn also Schiffe angegriffen werden, dann kann CIG systematisch Schaden an Lebenserhaltungssystemen und Ressourcenmanagement erzeugen, sodass die Lebenszeiten von Schiffen dynamischer und crewabhängiger werden. Sprich, man hat die Möglichkeit, Schäden zu reparieren, Energie umzuleiten und einfach dafür zu sorgen, dass das Schiff nicht instant explodiert, sondern es wirklich so ist wie in Filmen, wie wir das erwarten, dass wir mit einer fähigen Crew auch ein zerschossenes Schiff unter Umständen noch retten können oder zumindest die Crew noch retten können. Das ist alles spannend, denn das Star Citizen Multicrew-Gameplay von heute wird nicht das Gameplay von morgen sein und das Team freut sich darauf, echte Fortschritte in dieser Richtung zu sehen. Ist es immer noch geplant, die Lebenserhaltungssysteme dafür auch zu nutzen, um zu verhindern, dass Leute die Schiffe als Clowns-Vehikel benutzen? Das zielt zum Beispiel ab, da gab es gerade ein Video, das wurde auch als MVP-Video mit aufgenommen in den letzten Wochenbericht, wo jemand gefühlt 20 Leute in einer Pisces hatte, die dort alle rausgelaufen sind. Das ist der Begriff hier, Clowns-Vehikel. Und die Antwort dazu, ja natürlich, denn so wie es funktionieren soll, wie auf der ISS, habt ihr in jedem Schiff einen Scrubber. Und so ein Scrubber, das habe ich mal nachgeguckt, das ist eine Maschine auf der ISS, die überschüssiges Kohlendioxid, überschüssiges CO2 aus der Luft entfernt und dann in den Weltraum leitet. Und das ist eine Ergänzung zu dem Skimmer, das ist eine Art Absorptionsmittel, ein poröses Material, das auch als Molekularsieb bezeichnet wird, an dessen Oberfläche Atome oder Moleküle haften bleiben. Und so dann die Luft wieder aufarbeitet, so verstehe ich das. Der Scrubber erst einmal, der entfernt überschüssiges CO2 aus dem Raumschiff. Aber es muss ja auch wieder Sauerstoff aufgearbeitet werden, also die Luft gefiltert werden, Sauerstoff wieder reingeleitet werden, atembare Luft nenne ich es mal. Und wenn ihr plötzlich 20 Menschen in so einem kleinen Schiff wie der Pisces habt, dann kommt dieses Lebenserhaltungssystem, dieses Luftfilterungssystem einfach an seine Grenzen. Und natürlich kann man überschüssiges CO2 dann eben auch in den Weltraum schießen über den Scrubber, aber irgendwo muss eben auch wieder Sauerstoff herkommen. Und wenn die Systeme nicht dafür vorgesehen sind,
Oder andersrum, wenn die Systeme dafür vorgesehen sind, ein Schiff mit 4 Personen zu versorgen, vielleicht maximal mit 6 Personen, dann werden 20 Personen, wenn die in so ein Raumschiff gestopft werden, ganz, ganz schnell den Erstickungstod erleiden. Und genau darauf zielt die von CRG avisierte Systematik oder Mechanik dann entsprechend ab. Das heißt, der CO2-Gehalt staut sich und ihr werdet sterben. Aber natürlich muss diese Mechanik für die größeren Bauformen, für die größeren Schiffe, die verschiedenen Räume in diesen Raumschiffen gut ausbalanciert werden. Und das ist aber etwas, das CRG dann auch systemgesteuert haben möchte und nicht manuell vornehmen möchte. Das heißt, wenn man eine Aurora hat und sie mit 5 Leuten besetzen will, dann wird das sicher funktionieren über einen gewissen Zeitraum. Aber man muss als Aurora-Betreiber den Skimmer, diesen Filter, ständig austauschen, weil der durch die CO2-Produktion im Raum sehr schnell verbraucht wird. Wenn man sich dafür entscheidet, den Skimmer alle 10 Minuten auszutauschen, dann kann man das natürlich tun, aber dann gibt es eben noch die Lebenserhaltung, die für die Sauerstoffproduktion zuständig ist und auch, Achtung, für die Temperatur und den Druck und all diese Dinge. Und durch zu viele Leute im Raum wird die Temperatur schnell ansteigen und dadurch werden die Kühlungssysteme des Raumes überlastet, des Raumschiffes. Insgesamt wird es jede Menge Möglichkeiten geben, die es sehr einschränken werden, zu viele Leute in einem zu kleinen Fahrzeug oder zu kleinen Raumschiff reinzustopfen. Das sind jetzt noch kleine lustige Spielereien in der Alpha-Phase, aber die wird es später in der Form vermutlich dann nicht mehr geben. Wie funktioniert das zuvor erklärte Raumatmosphärensystem mit einem Schiff wie der Valkyrie mit ihren großen offenen Seitentüren oder Raumschiffen mit riesigen Innenräumen? Eines der Dinge, die mit dem Lebenserhaltungssystem einhergehen müssen, ist die dynamische Ausbreitung der Atmosphäre. Ein schicker Name für Luft, die sich zwischen den einzelnen Räumen bewegt. Wenn ihr also eine Tür öffnet, dann gelangt ihr in eine Atmosphäre, die sich auf der anderen Seite dieser Tür befindet. Wenn ihr eine Tür zum Weltraum öffnet, dann wird es für alle, die dort atmen wollen, ein eher unangenehmes Spielerlebnis, weil die Luft dann entsprechend entweicht. Man kann natürlich in so einem Fall schnell mit dem Raumschiff in eine eventuell vorhandene Planetenatmosphäre eintauchen, die Türen offen halten und so gewissermaßen die Atmosphäre des Planeten einfangen. Das wird in Zukunft sicherlich einige interessante Spielelemente ergeben auf Planeten, deren Atmosphäre für Menschen möglicherweise nicht atembar ist. Euer Lebenserhaltungssystem wird sich etwas mehr ins Zeug legen müssen, wenn ihr die Türen schließt, um die Atmosphäre für euch zu reinigen. Und einige der großen Schiffe, wie die Idris oder die Javelin, die werden, ganz nach dem Vorbild Star Wars oder Star Trek, Kraftfeldwände und Türen haben, die die Atmosphäre aufrechterhalten. Es bleibt also abzuwarten, welche Schiffe so etwas haben werden und welche nicht. Wird die erste Iteration des Lebenserhaltungssystems, also die Tier Zero-Implementierung, das Atmosphärenmanagement pro Raum ermöglichen oder wird es eine einzige Atmosphäreneinstellung für das gesamte Schiff geben? Von Beginn an wird es pro Raum arbeiten. CRG möchte die Atmosphäre so granular wie möglich gestalten. Das heißt, ihr könnt den Druck in den Räumen einstellen, ihr könnt die Temperatur in den Räumen einstellen, ihr könnt verschiedene Sicherheitsstufen festlegen, Luftreinigungsparameter und alles für jeden Raum so einstellen, wie ihr möchtet, dass dieser Raum sich verhält. Ergo, es wird eine anständige Menge an Auswahlmöglichkeiten für die Spieler geben. Eine der wichtigsten Überlegungen von CRG ist, dass wir Spieler zwar in der Lage sein werden, alles individuell einstellen zu können, aber sie werden auch darauf achten, dass die Benutzerfreundlichkeit nicht zu kurz kommt. Und auch hier wird die Qualität der Benutzeroberfläche helfen, damit es sich nicht langweilig anfühlt, damit es interessant wirkt, aber dennoch verständlich ist. Es wird natürlich einen Prozess geben, der den Status quo eines Raumes beibehält. Aber vielleicht möchte man auch, dass der Raum wärmer ist als je zuvor. Dann wird man dem folgend die Lebenserhaltung auf die Temperatur ausrichten, um die Temperatur höher zu halten und sich vielleicht nicht um den CO2-Gehalt in diesem Raum kümmern. Die Grundeinstellung sollte also sehr einfach sein, aber wenn man für einen bestimmten Zweck ins Detail gehen möchte, so wird man das tun können. Benötigen die Lebenserhaltungssysteme Verbrauchsmaterialien, die nachgefüllt werden müssen? Klar, wie zuvor erwähnt, man braucht Filter für die Luft, um das CO2 aus der Luft zu filtern. Dafür braucht man ein spezielles Material. Wir haben auch welche zum Heizen von Räumen. Es wird also ein echtes System im Schiff sein, in dem man
Objekte einsetzen kann, damit alles wie vorgesehen funktioniert und was gewartet und ausgetauscht und nachgekauft werden muss und so weiter. Bringt es Vorteile, wenn man den Druck in den Räumen während eines Kampfes absenkt? Kann man die Luft aus einem Raum absaugen, wenn Angreifer nicht behelmt sind? Die Lebenserhaltung verbraucht natürlich Strom. Man kann also davon ausgehen, dass man mehr Energie zur Verfügung hat, wenn man die Lebenserhaltung abschaltet. Wir sprechen hier also von einem technischen Spiel, bei dem der Strom für die Lebenserhaltung komplett abgeschaltet wird. Wenn man ein wirklich großes Schiff hat, bei dem die Lebenserhaltungssysteme viel Strom verbrauchen, könnte das eine Möglichkeit sein, um zum Beispiel mehr Energie für Schilde und Waffen zu haben. Aber vermutlich zielte die Frage eher auf die offensive Nutzung der Lebenserhaltungssysteme ab. Und ja, man kann definitiv die Luft aus Räumen ablassen. Man kann sie aufheizen oder abkühlen. Aber es gibt eine Grenze dafür, wie viel das Lebenserhaltungssystem in einer bestimmten Zeit die Raumparameter anpassen und verändern kann. Wenn man die Atmosphäre absaugt und sie nicht in die dafür vorgesehenen Tanks pumpt, dann ist sie weg. Man kann die Luft ins All ablassen, dann ist sie verloren. Im Falle von Gegnern im eigenen Schiff kann das eine sinnvolle Gegenmaßnahme sein, vorausgesetzt, man hat noch genügend Sauerstoff in den Tanks, um diesen Raum später wieder mit atembarer Atmosphäre zu füllen. Eine andere Überlegung wäre, den Sauerstoff durch giftige Gase auszutauschen. Ganz perfide Methoden. Derzeit gibt es in Star Citizen noch kein solches System, das die Zusammensetzung der Atmosphären in Räumen festlegt und steuert. Aber CRG hat dieses Gameplay definitiv im Auge. Ganz ähnlich verhält es sich übrigens mit dem Thema Feuer. Feuer, das überschüssiges Kohlendioxid und Kohlenmonoxid erzeugt, vergiftet die Atmosphäre eines Raumes. Aber das wird man nicht in einer Tier-Zero-Implementierung liefern können. Was könnt ihr uns in diesem Zusammenhang über das Ressourcenmanagement sagen? Es gibt Verbesserungen. Einige Dinge sind notwendig, damit die Lebenserhaltungssysteme sie nutzen können. Es wird Unterstützung für die Interaktion mit dem Raumsystem geben. Die Spieler müssen die Gase aus dem Tank in den Räumen austauschen, wie zuvor beschrieben. Darüber hinaus hat CRG auch mit der Arbeit an den richtigen Ingenieursdisplays begonnen, denn die werden alle sozusagen gleich sein und sich im Grunde nur durch ein anderes Overlay oder einen zusätzlichen Layer unterscheiden. Und somit ist jeder technische Bildschirm auch direkt eine Benutzeroberfläche für das Lebenserhaltungssystem. Was sind die Ziele des Ressourcenmanagements? Das Ziel ist es, die Verteilung aller Ressourcen eines Schiffes in die Hände der Spieler zu legen. Wir haben also den Treibstoff, der vom Kraftwerk und von den Triebwerken verbraucht wird. Die Spieler haben die Kontrolle darüber, wie viel Treibstoff die Triebwerke und wie viel das Kraftwerk erhalten. Und je nachdem, wie viel Treibstoff das Kraftwerk erhält, erzeugt es Energie, die die Spieler verteilen können. So könnte man zum Beispiel auch entscheiden, dass man kein Licht im Schiff oder keine Energie für die Türen benötigt. Somit hat man nur die Notbeleuchtung und die Türen stehen offen. Aber sämtliche Energie steht somit den Schilden oder den Waffen zur Verfügung. Das ist etwas, das die Spieler mit Implementierung des Ressourcenmanagements jederzeit dynamisch verwalten können, und zwar auf jedem Schiff, sodass sie die volle Kontrolle über die Ressourcenverteilung ihrer Schiffe haben. Müssen die Schiffe für das Ressourcenmanagement überarbeitet werden? Ja, und zwar in erheblichem Maße. Es gibt einige alte Systeme, die zwar funktionieren, aber nicht dem Idealzustand entsprechen, den CRG sich vorstellt. Daher müssen sie einige Optimierungen vornehmen, damit das Spiel performant läuft und die ohnehin schon stark beanspruchten Spielsysteme nicht noch weiter über alle Maßen beansprucht werden. Auf CRGs Seite gibt es ergo eine Menge zu tun. Jedes Schiff muss angefasst und verändert werden und auch jeder Gegenstand, der damit in Verbindung steht, muss ebenfalls verändert werden hinsichtlich des Ressourcenmanagements. Das Gute daran ist, dass es mit dem Lebenserhaltungssystem kombiniert wird, weil beides natürlich das Ressourcensystem nutzt. Das ist vielleicht der große Vorteil dieses Systems, denn CRG hat jetzt die Möglichkeit, parallel zur Entwicklung mit dem Lebenserhaltungssystem zu beginnen oder daran zu arbeiten. Es greift alles ineinander und CRGs Ziel ist es, diese Gameplay-Elemente gleichzeitig zu veröffentlichen, weil sie dieselbe Benutzeroberfläche und dieselben Mechaniken nutzen, was sie im Grunde zum selben System macht. Aber es gibt ein paar kompliziertere Dinge, wie zum Beispiel die Verbindung mit den Raumsystemen. Es ist also nicht nur das Team für die Gameplay-Features, sondern auch das UI-Team, das VFX-Team, das Team für die Soundeffekte und so weiter.
Das ist ein wirklich wichtiger Bestandteil, dieses ganze Ressourcenmanagement, Lebenserhaltungssystem, Raumsystem und so weiter, um die Vision des Schiffslebens im Star Citizen-Universum zu verwirklichen. Jedes Team ist daran beteiligt. Jedes Team muss seine Systeme aktualisieren, um die neuen Ressourcennetzwerke zu nutzen. Werden sich tragbare Lootboxen mit dem Frachtgrid verbinden, also mit dem Frachtgitter, was in unseren Raumschiffen zum Beispiel dafür sorgt, dass man dort Fahrzeuge parken kann, dass man dort Ladung ablegen kann und so weiter? Die kurze Antwort ist ja, aber die etwas längere Antwort ist, dass die tragbaren Lootboxen im Allgemeinen überarbeitet werden müssen. Es gibt eine Reihe von Auswirkungen, sowohl aus Sicht des Balancing als auch aus Sicht der Leistung. Aber CRG hofft, dass wir in Zukunft in der Lage sein werden, sie auf dem Frachtgrid zu stapeln und alles andere damit zu machen, was die Spieler wollen. Dieser Teil des Systems wartet allerdings noch auf die Überarbeitung des Frachtsystems, dem sogenannten Cargo Refactor. Das ist eine, wie ich finde, sehr wichtige Information, denn ich habe gerade auch jüngst eine Frage gelesen, dass es ja ganz schön ist, dass man in die Constellation zum Beispiel ein Fahrzeug reinfahren kann, aber wenn man damit unterwegs ist, dann ist der Frachtraum voll mit dem Fahrzeug und man kann sonst eigentlich nichts mehr unterbringen in dem Raumschiff. Und das macht so gesehen überhaupt keinen Sinn. Und insofern ist es total wichtig, dass man auch das ganze Raumschiff vollpacken kann. Ich erinnere mich da an das Boot, an den Film Das Boot, wo sie zwei Toiletten haben für 50 Mann und die eine Toilette, weil sie einfach keinen Frachtraum haben, ist vollgepackt mit Bananen und Brot und was weiß ich. Und überall hängen Würste rum und so weiter. Und so stelle ich mir das eigentlich auch später vor. Wenn man irgendwo auf eine Expedition geht, dann muss das Raumschiff vollgepackt und vollgestopft sein und überall müssen Waren rumstehen. Und da verspreche ich mir einfach von, dass mit dem Cargo Refactor das auch möglich sein wird, dass man eben überall Kisten stapeln können wird von Loot, also ja, Beute, was man irgendwo gefunden hat, von eben Gegenständen, Lebensmitteln, die man mitgenommen hat, Wasser, Kisten, was auch immer, dass so ein Schiff dann einfach echt vollgestopft ist und bereit für eine lange Reise. Ja, aber soweit meine Gedanken zum Thema Frachtgrid, Überarbeitung des Frachtsystems, genau. Gehen wir weiter zur nächsten Frage. Warum gibt es keine SCU-Fracht zum Plündern in der Nähe von Vrax, also zum Looten? CRG ist ziemlich zuversichtlich, dass sie auf der technischen Seite alles haben, was sie dafür brauchen. Es liegt also am Level-Design, das zu ermöglichen. Wenn Level-Design es möchte, entscheiden sie, was wohin kommt. Außerdem arbeitet das Team von Turbulent in Montreal an einer kompletten Überarbeitung von Derelicts, also von Schiffswracks von Grund auf, einschließlich der Einrichtung der Innenräume. Und als Teil davon wird es Spots zur Generierung von Loot geben. Das ist also alles Teil des neuen Derelict 2.0-Systems. Das Team für die Gameplay-Features steht im ständigen Kontakt mit den Level-Designern und auch mit dem Team in Montreal. Sie sind sich also bewusst, dass dies eine wichtige Sache für die Spieler ist. CRG zieht es in Betracht. Sie arbeiten alle gemeinsam daran. Wird es exklusive Waffen geben, die nur gelootet, also geplündert werden können? Das ist auf jeden Fall ein Ja. Beginnend mit Alpha 3.17, wo zum ersten Mal verschiedene Seltenheitsstufen eingeführt werden, mit verschiedenen Seltenheitsstufen von Gegenständen, Lootboxen etc. Einige dieser seltenen Gegenstände werden nicht in den Läden zu finden sein und sie werden schwer zu finden sein, proportional zu ihrem Wert. Wird es jemals lootbaren Hydrogen Fuel, also Wasserstofftreibstoff, geben, um zum Beispiel sein Schiff aufzutanken? CRG hat über alle möglichen Features nachgedacht und darüber, wie sie mit der Loot Generation verknüpft werden können, mit zukünftigen Features und mit bestehenden Features. Sie denken darüber nach, was man im Zusammenhang mit diesem Feature in einer Lootbox finden könnte und wo es Sinn machen würde, es zu finden und so weiter. Es ist also nicht ausgeschlossen, dass Treibstoff eines dieser Dinge sein könnte, aber es hängt auch davon ab, wie sich das Tanken selbst weiterentwickelt, vor allem das Tanken im Hangar, das Tanken von Bodenfahrzeugen. Das sind alles Dinge, die noch nicht ausgereift sind. Daher gibt es im Moment noch keine Pläne für lootbaren, für zu plündernden Treibstoff, aber CRG denkt über lootbares alles nach. Was hält die Druckverlustmechanik auf? In der Vergangenheit gab es Druckverlustmechanismen mit Force Reactions, Kraftreaktionen der Charaktere und Lebenserhaltungssysteme, atmosphärischen Raumcontainern und so weiter. Was hindert CRG eigentlich daran, eine Mechanik für Druckverlust einzuführen und die Leute aus der Luftschleuse zu saugen?
CIG hat das im Sinn. Aber es ist hauptsächlich eine Frage der Prioritäten und der Reihenfolge. Die Entwickler werden Druckverlust implementieren, das ist sicher. Aber das ist auch wiederum abhängig vom Lebenserhaltungssystem. Das steht ja auf dem Plan, aber erst später. When it's done, wenn es fertig ist. Abgesehen davon handelt es sich auch hier um eine sehr komplexe Mechanik, an der viele andere Teams beteiligt sind, die koordiniert werden müssen. Apropos Seltenheitsstufen, welche Seltenheitsstufen haben Gegenstände eigentlich? In vielen Spielen gibt es vordefinierte Seltenheitsstufen. Gewöhnlich, ungewöhnlich, selten, episch, legendär. Nach dem Vorbild von WoW. Wird Star Citizen auch solche Stufen anbieten? Und wie werden diese Seltenheitsstufen bezeichnet? Und haben sie Farben? Nein, sie haben definitiv keine Farben. Das CRG wird das nicht tun. Das würde nicht zu dem Grad an Realismus passen, den sie anstreben. Sie haben einige feste Seltenheitsstufen für Lootboxen und im Moment gibt es einige Definitionen, die gewöhnlich, ungewöhnlich und selten entsprechen. Aber was das bedeutet, das ist nicht global über das ganze Spiel festgelegt. Die Wahrscheinlichkeit, eine seltene Lootbox zu finden, ist also nicht an jedem Ort gleich selten. Und auch der Inhalt ist nicht an jedem Ort derselbe. Das ist etwas, worüber die Designer viel nachdenken, um das auszubalancieren, welche Kisten und welche Inhalte man wo findet. Außerdem diskutiert CRG mit dem Wirtschaftsteam darüber, wie sie den Wert, den die Spieler aus den Containern ziehen können, ausbalancieren können. Außerdem bedeutet selten für Stanton nicht, dass derselbe Gegenstand zum Beispiel in Pyro selten ist. Gegenstände, die man mit größerer Wahrscheinlichkeit in Stanton findet, sind in Pyro wahrscheinlich weniger häufig zu finden. Wenn CRG von Seltenheit spricht, geht es also nicht um Statistiken, nicht um das traditionelle WoW-Modell, bei dem jedes Mal, wenn man gegen ein Bossmonster kämpft, ein episches Ding dabei herausspringt. Stattdessen sprechen wir über Seltenheit im wahrsten Sinne des Wortes und darüber, wie schwierig es ist, einen bestimmten Gegenstand an einem bestimmten Ort zu finden oder zu erwerben. CRG betrachtet das Thema aus einem ganzheitlichen, storybasierten Blickwinkel. Was wird in diesen Gebieten wahrscheinlich gefunden? Was wird in diesen Gebieten weniger wahrscheinlich gefunden? Es geht also um eine ganz wörtliche Interpretation des Wortes selten. Dafür gibt es verschiedene Ebenen von Systemen, die zusammenarbeiten. Wenn ein Designer einen Ort einrichtet, entscheidet er speziell für diesen Ort, wie wahrscheinlich verschiedene Object-Container sein sollten. Und er kann entscheiden, wie wahrscheinlich bestimmte Arten von Loot darin sein sollten. Aber CRG hat eine breite Gruppierung von Gegenständen, die insgesamt wertvoller, ungewöhnlicher, seltener oder was auch immer sind. Das hilft den Designern, die Dinge Stück für Stück anzugehen. Sie können die Dinge in groben Zügen beschreiben und sich dann an den einzelnen Orten den Besonderheiten widmen. Die Seltenheit ist kein Maß für die Qualität eines Gegenstandes. Es ist kein Ausrüstungswert. Es ist nicht so, dass ein lila Gegenstand immer besser ist als ein blauer Gegenstand. Stattdessen versucht CRG, Loot so zu gestalten, dass es diegetisch und real erscheint. Und dass es dort Sinn macht, wo man diesen Gegenstand in einem bestimmten Gebiet zu finden erwartet. Was nicht heißt, dass es keine Überraschungen geben kann. Und genau das ist Seltenheit. Es kann Überraschungen geben. Es wird immer Überraschungen in der Welt geben. Jeder liebt Überraschungen, aber wie bei den meisten Dingen in Star Citizen geht es am Ende um das Erzählen von Geschichten. Ist Ingenieurswesen ein Beruf wie Bergbau und Tanken? Ja, aber auch nein. Der Hauptunterschied ist, dass man beim Bergbau, beim Mining und beim Tanken eine Ressource hat und eine Ressource sammelt und sie dann entweder an einen Spieler oder an einen Händler weiterverkauft. Bei dem technischen Beruf ist es so, man steht in einem Schiff und drückt Knöpfe. Es ist ein Beruf im Sinne von, jemand sollte dich besser für deine Arbeit bezahlen, sonst machst du sein Schiff kaputt und es könnte nicht mehr funktionieren. Es ist ein Beruf, in dessen Sinne es nichts zu handeln gibt. Außer dem Gehalt. Und das ist ein weiterer Unterschied zu den typischen Klassen in einem MMO. Euer Charakter kann sich wie ein Schurke verhalten, wie ein Kämpfer, wie ein Kleriker oder wie ein Paladin. In Star Citizen gibt CRG den Spielern die Möglichkeit, am Dienstag ein Bergmann zu sein, am Mittwoch ein Salvage, also ein Bergungsarbeiter und am Donnerstag ein Tankwart.
Das sind alles Möglichkeiten für die Spieler, ihr Leben, wie sie es sich vorstellen, im Verse zu leben. Wird jedes Schiff in 3.17 einen physischen Betankungsanschluss an der Oberseite haben und wofür wird der sekundäre Tankstutzen verwendet? Nein, nicht alle Schiffe werden den physischen Anschluss an der Oberseite haben. Das ist Teil des Goldstandards. Ergo hat ihn die Gladius heute schon. Einige Schiffe oder Schiffe, die noch in Planung sind, sollen ihn ebenfalls bereits haben. Also sollte er entsprechend bereits geplant sein. Aber die älteren Schiffe, die müssen noch entsprechend erweitert werden. Und zum zweiten Teil der Frage, ja, der zweite Anschluss ist hauptsächlich, also der Sekundärabschluss, für die Betankung im Hangar da. Der obere ist also nur für die Betankung während des Fluges mit der Starfarer oder mit was auch immer für Betankungsschiffen in der Zukunft. Und der untere sekundäre für den Fall, dass man mit seinem Schiff gelandet ist und jemand mit dem Schlauch parat steht, um euer Schiff am Boden zu betanken. Ich hatte ursprünglich noch gedacht, mit einem Tankkanister, aber ich glaube, bei Raumschiffen da braucht man echt große Tankkanister, also insofern belassen wir es bei dem Schlauch. Schön eine Aidenanti-Jump im Reservekanister betanken. Wie wird die Entwicklung der Schiff-zu-Schiff-Betankung die bisherige Tankstellen- und Pad-Betankung verändern? CRG hat die Betankung selbst nicht verändert, aber sie haben, wie bereits erwähnt, zumindest die Benutzeroberfläche aktualisiert. Das ist auch das Einzige, was an dieser Stelle als Veränderung zu bezeichnen wäre. Wird es eine einfache Möglichkeit geben, seinen Standort zum Tanken zu teilen, mitzuteilen? Ja, natürlich, sobald CRG das Beacon-System in den Griff bekommen hat. Und dann? Ja, aber nicht in 3.17, ganz sicher nicht. Wie geht es mit dem Tanken nach Alpha 3.17 weiter? Es gibt einige Gameplays, die es nicht in das Spiel geschafft haben, die CRG für das Tanken vorgesehen hat. Eine Sache ist die Mechanik des versteckten Treibstoffvorrats. Wenn man im Weltraum gestrandet ist und einem der Treibstoff also ausgegangen ist, sodass man theoretisch nicht mehr an einem Auslegerarm im All andocken kann, dann hat man versteckten Reservetreibstoff, der es einem erlaubt, diesen beim Andocken zu benutzen, um wieder an die Starfarer andocken zu können. Und zwar nur dafür. Das ist eine Übergangslösung, weil CRG den Traktorstrahl nicht richtig hinbekommen hat. Es sollte also eigentlich eine Traktorstrahlfunktion geben, die einen Liegenbleiber heranzieht und eine direktere Tankdüsensteuerung, denn im Moment ist die Düse statisch. Aber eigentlich wollte CRG das auch mehr dynamisch gestalten, denn die mit der Starfarer verbundenen Schiffe sollen auch Arbeit bekommen, sodass es ein spannendes Gameplay ergibt, wenn die Starfarer zum Beispiel nach links oder nach rechts manövriert, durchgerüttelt wird, wie auch immer, dann muss der Pilot des zu betankenden Vehikels, der in dem Moment an der Starfarer angedockt ist, ebenfalls dagegen manövrieren. Und das ist auch etwas, das CRG unbedingt haben möchte, aber diese Dynamik innerhalb des Betankens, des Steuerns und Gegensteuerns, das hat es noch nicht in die Tier Zero-Implementierung geschafft. Ja, soweit mit dem EUPU-Feature-Team und dann würde ich sagen, gehen wir sofort übergangslos weiter zum Star Citizen Live und dem Actor-Feature-Team. Und hier waren zu Gast bei Jared Huckabee Johnny, den er immer als Johnny Jasivius vorstellt und er korrigiert und sagt, er wird tatsächlich Jasivius ausgesprochen. Dann gibt es noch Joyce und Chris Perry. Und da würde ich sagen, geht's los mit der ersten Frage. Wird man Waffen holstern und herumlaufen können wie ein Cowboy oder Han Solo? Ja, das ist etwas, das CRG zu 100% erreichen möchte, dass Kleidung auch einen Zweck erfüllt, um es so zu formulieren, und nicht nur toll aussieht oder ein simpler Money Sink ist, also etwas, für das man Geld ausgeben kann. Kleidung soll dazu anregen, sich immer wieder anders zu kleiden, darzustellen, sie soll unterschiedliche Zwecke erfüllen und auch Schutzattribute bieten. Allerdings sind solche Sachen wie Holster nicht nur eine grafische Herausforderung, sondern auch eine technische, weil solch ein Objekt sämtliche Entitäten am Körper eines NPCs oder eines Spielercharakters beeinflusst. Warum gibt es keine neuen FPS-Waffen? Aktuell hat CRG das Gefühl, den Spielern bereits ein ordentliches Basisset geliefert zu haben an unterschiedlichen Waffen und Waffenherstellern, sodass sie sich auf weitere Entwicklungsthemen fokussieren wollen.
Wo bleibt die Altiflex Novia Armbrust? Also der Crossbow. Das ist eine der Waffen, die ein wenig mehr Tech erfordern, um realisiert zu werden, weil sie anders funktioniert als ein Gewehr oder eine Pistole. Bei der Armbrust erwartet man, wie in jedem anderen Spiel auch, dass ihr den Bolzen abschießt, der dann in Oberflächen und Menschen oder Ähnlichem stecken bleibt. Das erfordert also, dass das Physikteam und das Engine-Team etwas Arbeit leisten, aber die haben im Moment andere Prioritäten. Klammer auf, Squadron 42, Klammer zu. Die Armbrust ist also nicht gestorben, sondern in Warteposition. Wie steht es um das Aufrichten von Trolleys? CRG hat auf jeden Fall Pläne zur Verbesserung der Trolleys und es geht nicht nur darum, sie auf die Seite zu kippen. CRG weiß auch, dass die Leute Schwebetrolleys haben wollen. Das ist also etwas, das sie auf jeden Fall irgendwann in Angriff nehmen wollen. Aber wann das der Fall ist, das wissen sie noch nicht. Gibt es ein Update für einen Rucksack, der keine Torso-Rumpfpanzerung benötigt? Das geht einher mit dem Problem mit der Kleidung, wie zuvor erwähnt. Es ist angesichts der Vielfalt an Kleidung schwierig, ein Objekt, eine Entität darüber zu legen, die mit den jeweiligen Kleidungsstücken korrespondiert. Deshalb ist man aktuell eher statisch unterwegs, sprich angewiesen auf eine eher visuell statische Rüstung, auf die man eine Rucksack-Entität draufsetzt, die aber im Prinzip keinen weiteren grafischen Einfluss auf die darunterliegende Rüstung bzw. Rumpfpanzerung hat. Was ist mit Fallschirmen? Wenn CRG sich näher mit Kämpfen auf Planeten beschäftigt, wird es sicherlich auch nach sich ziehen, dass man sich damit beschäftigen wird, aber aktuell sind Fallschirme kein Thema. Wie funktioniert das FPS-Scannen? Es ist dasselbe System wie für Schiffe. Der Hintergrund ist, dass die Systeme Daten austauschen und darstellen können sollen. So gibt es auch hier passives und aktives Scannen. Passiv wird beim FPS-Scannen dann aber eher das Auffangen von Audiosignalen betreffen, wohingegen aktives Scannen sich auf EM- und IR-Signale stützt. Natürlich kann man auch Schiffe scannen. Das Scan-Display selber ist im Helm integriert und als separates HUD-Head-Up-Display und dient dazu, die Bewaffnung von Feinden erkennen zu können, aber auch, um zum Beispiel verletzte Personen mittels Ping finden zu können. An der zugrunde liegenden Tech wird derzeit gearbeitet, was heißt, dass es in einer mittelbaren Zukunft ein neues Radar- und Scanning-Tool geben wird für Raumschiffe, was dann auch für FPS-Gameplay-Elemente ausgerollt werden wird. Moment, scannen nur per Helm, aber was ist, wenn man keinen Helm trägt beim FPS-Scannen? Das Kern-Gameplay wird zuerst helmbasiert sein. Man kann sich auch separate Objekte vorstellen, zum Beispiel Handscanner, was aber zurzeit nicht in Planung ist. Was ist mit dem Scannen von Harvestables, also von zu erntenden Entitäten? Ja, wird man ebenfalls pingen und scannen können. Hinsichtlich des Umstands, dass Hunger und Durst immer mehr in den Fokus gerückt werden durch CIG, gibt es immer noch den Plan, dass Toiletten ebenso unumgänglich werden wie heute schon Essen und Trinken? Die Idee zuerst ist, dass Toiletten funktionieren werden. Aber Star Citizen soll nicht ein 3D-Sims werden. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite soll das Thema Hygiene dennoch einen Einfluss auf das Gameplay haben. Zwar nicht auf Erkunden und Salvaging und FPS-Shooting und so weiter, aber im Bereich der sozialen Interaktionsbereiche, Landezonen, Städte und so weiter. Wenn man hier unangenehm riecht oder gar stinkt, dann kann es sein, dass sich Menschen von einem fernhalten und keine Geschäfte tätigen wollen. Zumindest aber werden NPCs Kommentare abgeben und sich fragen, wo denn der Gestank herkommt und ähnliches. Hygiene ist also eher ein Rollenspielbestandteil, den man im Auge behalten sollte, aber auch für seinen Charakter als Element nutzen kann. Eine Terminplanung für dieses Spielelement gibt es aber aktuell nicht. Auch hier muss man dann noch weiterführend ausarbeiten, wie sich die Hygiene auch auf das Aussehen des Charakters auswirkt. So denkt man, ähnlich wie bei Raumschiffen, über Abnutzung und Verschmutzung des Charakters und dessen Kleidung nach. Wobei das reine Vermeiden von Duschen sich nicht zwingend auf die Kleidung auswirkt, das Robben durch Schmutz und Schlamm hingegen sehr wohl. Außerdem soll Kleidung altern und sich abtragen. Es ist unter dem Strich ein simpel wirkendes Thema mit aber einem überraschend hohen Komplexitätsgrad. Wird es mehr Möglichkeiten geben, bewusstlose oder tote Körper zu tragen, zum Beispiel mit zwei Leuten, die eine Person aus einer Gefahrenzone herausschleppen? Ja, das
Sogenannte Body Dragging ist aktuell nur eine erste Iteration und wird definitiv weiter ausgearbeitet. Gerade wenn man sich überlegt, dass man jemanden gefangen hat oder auch gefunden hat und retten möchte, diese gefesselte oder bewusstlose Person dann hinter sich herzieht, dessen Kopf dann über Stöcke und Steine schlägt, dung, 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 dung. Keine angenehme Vorstellung und auch nicht sehr immersiv. Also ja, mehr Varianten Personen zu tragen soll es definitiv geben. Eine Terminplanung dafür gibt es aber aktuell nicht. Apropos Fesseln. Klar, soll man Personen fesseln können, denn gerade wenn man jemanden lebendig oder nicht tot abliefern soll, wird es zurzeit schwierig, wenn man diese Zielperson nicht fesseln oder ihr keine Handschellen anlegen kann. Das geht tatsächlich Hand in Hand mit dem vorherigen Thema, denn einen an Armen und möglicherweise Beinen gefesselten Körper muss man oder sollte oder könnte man dann auch tragen müssen. Zwei Themen also, die in einer nicht benannten Zukunft sicherlich zusammen geplant und realisiert werden dürften. Welche Arten von Waffenaufsätzen sind geplant? CRG will auf jeden Fall mehr Waffenaufsätze hinzufügen. Etwas, das sie in Planung haben, sind zwei Beine, mit denen man aus dem Stand genauer schießen kann. Damit kann man dann einen Bereich sozusagen abriegeln und einfach sagen, wenn hier einer reinkommt, dann ist er tot. CRG denkt möglicherweise auch über weitere Arten von Aufsätzen unter dem Lauf nach. Sie wollen nicht nur unbedingt mehr Waffen, sondern auch mehr Aufsätze hinzufügen und so die Varianz der Waffen erhöhen. Und die Aufsätze sollen die Art und Weise, wie man eine Waffe benutzt oder wie sie funktioniert, verändern. Aktuell gibt es noch technische Einschränkungen, die etwas Entwicklungszeit erfordern, um vielleicht den Rückstoß oder ähnliche Attribute zu verändern. Am Ende wird es dann auch Granatwerfer unter Gewehren geben, wobei es da noch keinen Planungshorizont gibt. Werden wir in der Lage sein, Standardausrüstungen und Standardkleidungen zu haben, also im Sinne eines vordefinierten Standard-Loadouts? Es wird keine Standard-Loadout-Editors geben, aber es wird Schränke und Spinde geben, mittels denen man solche Standard-Ausrüstungen, Bekleidungen dann also als Set festlegen kann. Je mehr Spinde und Schränke man hat, desto mehr solcher Standard-Loadouts kann man festlegen. Dazu wird es ein Interface geben, das sozusagen dann schrankspezifisch ist. Wird es eine Möglichkeit geben, Nahrung zu uns zu nehmen, ohne den Helm abzunehmen? CRG hat im Moment keine Pläne, aber man soll niemals nie sagen, und das hängt mit dem Plan zusammen, den CRG für den Spielerraumanzug und die Rüstung hat. Wenn sie fertig sind, werden Rüstungen fast wie ein Mini-Raumschiff sein. Sie werden Energie erzeugen und solche Dinge. Aber es darf nicht die Tatsache verdrängen, dass man Essen und Trinken finden muss, um zu überleben. Es soll also keine voll funktionsfähigen Anzüge mit integrierter Nahrung und Trinken geben und dann alles automatisch zuführen, das wollen sie nicht. Aber dieses voll funktionsfähige Anzugsystem, das ist etwas, worüber sie noch gar nicht gesprochen haben. Das sollen wir also nicht als Versprechen auffassen, dass es wirklich so kommt, wie sie es gerade hier formuliert haben, sondern eher als Idee, über die CRG hier und da ein wenig gesprochen hat. Johnny fügt hinzu, dass er die Tatsache, dass wir Hunger und Durst im Spiel haben, nicht einfach komplett zunichte machen kann. Und etwas, das CRG immer als Ziel hat, ist Planung. Planung als Teil des Kernspiels. Die Spieler müssen immer dafür sorgen, dass ihre Charaktere essen und trinken, bevor sie sich auf Reisen oder Erkundungstouren begeben. Man kann also nicht irgendwo raus nach dem Motto, oh, ich bin ein bisschen hungrig und durstig, ich mache einen dreistündigen Ausflug irgendwo auf einem Vulkanplaneten, wo ich weder Essen noch Trinken finden werde. Das ist natürlich eine sehr schlechte Vorbereitung und man wird die Konsequenzen zu spüren bekommen. Es gibt allerdings einen kleinen Unterschied zwischen feindlichen Umgebungen. Wenn man sich in der feindlichen Umgebung namens atmosphärenlose Schwerelosigkeit befindet, dann ist das Abnehmen des Helms generell keine lebenssichernde Idee. Wenn ihr euch aber auf einem Planeten befindet, auf dem es super heiß oder super kalt ist und ihr hoffentlich die richtige Ausrüstung dafür tragt, auch das gehört zur Planung, ist es nicht schlimm, wenn man den Helm für ein paar Sekunden abnimmt, um etwas zu essen oder zu trinken. Wobei ich jetzt mal einwerfen muss, Nee, das klingt nicht wirklich durchdacht. Sorry, nee. Wie ist der Plan, den Helm ohne Inventar abzunehmen und aufzusetzen?
Dafür wird es so etwas wie eine ATC-Tastaturzuweisung geben, mit der das ziemlich schnell erledigt werden kann. Das Acta-Feature-Team hat damit schon ein bisschen herumgespielt. Die Idee ist, dass man den Helm als Aktion abnehmen kann, sodass man ihn entweder unter dem Arm tragen kann oder er wird an einem Clip oder ähnliches an seinem Anzug befestigt, an einer Art kleinen Metallhaken, so wie es im Moment mit den Waffen teils gelöst ist. Diese Befestigung haben sie ein wenig hin und her geschoben, um zu sehen, wo es am besten passt. Das bedeutet, dass euer Helm immer noch verfügbar ist, ihr aber beide Hände frei habt, um alles zu tun, was ihr tun wollt. So könnt ihr euren Helm schnell abnehmen, ihn an eurem Gürtel befestigen, etwas essen und trinken und ihn schnell wieder aufsetzen, ohne dass ihr ins Inventar gehen und Dinge aus eurem Rucksack holen müsst oder ähnliches. Nee. CRG wird versuchen, eine Tastenkombination dafür zu finden, sodass es einfach zu benutzen ist. Wenn nicht, wird es trotzdem im Inner Thought-Menü der Person angezeigt, sodass es eine einfach auszulösende Aktion sein sollte. Was könnt ihr uns über EVA Tier 2 und Zero G Push-Pull sagen? Wird es ein Decoupled EVA geben? Als erstes möchte Chris Perry uns, der Community, eine gute Nachricht übermitteln. Es befindet sich in der Entwicklung. Und CRG hat einige Leute, die daran arbeiten. Die große Änderung für EVA ist, dass es Treibstoff benötigt. Die Idee dahinter ist, man hat unbegrenzten Schub. Und das hängt stark mit dem Zero-G Push-Pull zusammen. CRG möchte die Spieler dazu ermutigen, diese Mechanik zu nutzen, also sich zu überlegen, wo sie Treibstoff verbrauchen und wo es am besten ist, auf der Oberfläche eines Schiffes herumzuklettern, anstatt wie Iron Man herumzudüsen. Und um noch einmal auf den Decoupled Mode zu sprechen zu kommen, das ist ein wichtiger Bestandteil von Zero-G und EVA. Wenn ihr euch vorstellt, dass ihr langsam über eine Oberfläche klettert, ist das die übliche Art der Fortbewegung, während ihr euch in der Schwerelosigkeit befindet. Aber ihr werdet in der Lage sein, euch abzustoßen, wenn ihr euch zwischen verschiedenen Objekten bewegt, wenn ihr euch auf der Oberfläche eines Schiffes befindet und von einem Teilstück zu einem anderen schweben wollt, weil es in einiger Entfernung Frachtkisten zu bergen gibt oder ihr zu einem Asteroiden gelangen wollt. Das wird dann decoupled, also entkoppelt sein im Sinne von, ich bewege mich in eine Richtung, ich bleibe in der Bewegung, bis etwas anderes passiert, das mich daran hindert, diese Bewegung fortzusetzen. CRG wird aber auch eine Art Skimming über Oberflächen einführen, quasi das Ziehen und oder Schieben seines Körpers über die Oberfläche eines Raumschiffs. Die langsame, schwerfällige Kletterbewegung als Teil des Zero-G Push-Pull. Die Spieler und Spielerinnen können aber auch einfach an der Oberfläche entlang schweben, von Punkt zu Punkt, was einem Sprint in 0G entspricht. Dafür wird eine entkoppelte, Newtonsche Physik verwendet. EVA selbst verändert sich auch ein wenig. Aber bevor wir traurig darüber werden, beschreibt Chris uns den Hintergrund. Die Idee ist, man gibt Schub in eine bestimmte Richtung. Dann kann man den Antrieb zurücksetzen, also auf 0 setzen und den Schub stoppen. Man schwebt dann, wie zuvor beschrieben, decoupled unbegrenzt in die eingelegte Richtung weiter. Ihr könnt euch um euch selbst drehen, werdet aber immer in die eingelegte Richtung weiterschweben, in die ihr zuvor Schub gegeben habt. Aber wenn ihr euch umdreht und dann einen weiteren Schub gebt, beginnt ihr zu stoppen und in die neue Richtung zu schweben. CRG möchte so dieses, wie gesagt, Iron Man-Fluggefühl unterbinden. Die Spieler werden also in EVA das Äquivalent eines Coupled-Decoupled-Fluges haben. CRG hat das jetzt zum Laufen gebracht und es macht Spaß, erklärt Chris. Kleiner Wermutstropfen, es ist zuerst in der Entwicklung für Squadron 42. Und wenn es sich dort bewährt, dann wird es ins PU implementiert werden. Werden holographische Schrägstrich-Rotpunkt-Visiere eine richtige Parallaxenkorrektur erhalten? Im Moment scheint das Fadenkreuz auf der Seite selbst fixiert zu sein, aber diese Fadenkreuze sollten sich wie ein Laservisier verhalten. Ja, definitiv kommt hier die Antwort. Es ist einfach eine Sache der Priorität. Das Designteam hat dazu allerdings bereits eine Tonne an Analysearbeit geleistet und wird somit sicherlich nicht mehr allzu lang auf sich warten lassen, bis es in die Entwicklung gehen wird. Gibt es Neuigkeiten zu den nicht-tödlichen Waffen? Es gibt kein Datum für ein erstes Release, aber wie gehabt, wenn etwas entwickelt werden wird in dieser Richtung, dann zuerst für Squadron 42. Theoretisch könnte man das sofort umsetzen, aber andere Arbeiten haben schlicht eine höhere Priorität zurzeit. Seid ihr mit dem Stand der Medgun zufrieden?
Jared hat viele Beschwerden gehört, dass Spieler die Komplexität des Medical Gameplays, des medizinischen Systems, das CIG aufgebaut hat, komplett umgehen und so das Medical Gameplay gewissermaßen untergraben. Ja, das ist eine gute Frage, antwortet Chris Perry. Um es gleich vorwegzunehmen, nein, CIG ist nicht zufrieden. Ein großer Teil des geplanten Gameplays ist noch nicht vorhanden. CIG will einen großen Gameplay-Loop, die das Gameplay-Konzept des Death of a Spaceman beinhaltet, sodass es eine Konsequenz für den Tod gibt, dass Verletzungen Konsequenzen haben, die aber nichts mit Instant Death zu tun haben. Es ist etwas, das sie genau im Auge behalten. Sie hören sich das Feedback an und sind sich bewusst, dass die Spieler aktuell damit nicht unbedingt zufrieden sind. Für 3.17 wurden jedoch hier und da ein paar kleine Änderungen vorgenommen, damit der Einsatz der Mad Guns wichtiger wird. Es gibt immer noch ein Problem mit der KI, die Spieler ermordet. Sie ist im Moment etwas übereifrig. Aber die Entwickler arbeiten daran, um das zu beheben. Um noch einmal auf die Eingangsfrage zurückzukommen, ja, CIG wird versuchen, die Dinge zu ändern, aber sie sind sich eben noch nicht zu 100% über den Projektplan im Klaren, weil sie erst noch viele andere Elemente implementieren wollen, bevor sie wirklich entscheiden können, was sie in diesem Gameplay-Bereich des Medical Gameplays tun möchten. Wo wollt ihr das Medical Gameplay als nächstes hinführen? Da gibt es einiges. Für zukünftige Versionen des Medical Gameplays möchte CIG Kosten für die Nutzung von medizinischen Betten erheben. Und zwar sowohl für das Respawnen als auch für die Heilung von Verletzungen. Das führt den Aspekt ein, dass Ressourcen benötigt werden und dass die Spieler und Spielerinnen für die Nutzung der Betten ihrer Schiffe Geld verlangen können. Wenn man also im Krankenhaus aufwacht, respawnt, dann muss man dafür bezahlen. Wenn man im Schiff eines Spielers respawnt, dann kann dieser dafür ebenso Geld verlangen. Und so wird Medical Gameplay ein Wirtschaftszweig. Hierzu wird CIG auch weitere Formen an Medikamenten entwickeln, die über Drogen und Beruhigungsmittel hinausgehen. So wird es zum Beispiel auch Schmerzmittel und leistungssteigernde Mittel geben. Die ganze Mechanik mit dem Death of a Spaceman wird den Spielern einen Grund geben, nicht sterben zu wollen. Man wird also damit nicht mehr so leichtfertig umgehen wie bisher im Spiel, weil es Geld kostet und natürlich man im schlimmsten Fall sowohl den Spielcharakter als auch dessen Inventar unrettbar verloren hat. Wird es Rüstungsspezialisierungen geben? Ja, man arbeitet auf Spezialisierungen hin, die über das hinausgehen, dass schwere Rüstungen viel Rüstungsschutz bieten und leichte Rüstungen wenig Schutz. Vielmehr sollen Rüstungen auch unterschiedlichen Zwecken dienen. Einige verfügen über mehr Inventarplätze, respektive Stauräume, einige sind spezialisiert für das Tragen von mehr Waffen, andere sind eher Versorgungseinheiten, mit denen man mehr Essen und Trinken mit sich führen kann. Und wiederum andere unterstützen zuvor angesprochenes Gameplay des Arztes im Team und so weiter. Dann gibt es eben, am Beispiel des Arztes, Rüstungen für schnelle Erste-Hilfe-Einsätze, mit denen man entsprechend flexibel und flink sich bewegen kann. Und andere sind dann für Erste-Hilfe-Einsätze an der Front gedacht. Die sind schwerer gepanzert, dafür langsamer. Auch denkbar wäre ein Anzug, der Energiespeicher mit sich führt, um die Energiewaffen der kämpfenden Einheiten direkt vor Ort wieder aufzuladen. All das sind Gedankenspiele und keine verbindlich zu verstehenden Aussagen, aber ja, Rüstungen werden spezielle Zwecke erfüllen und in Zukunft weiter ausgearbeitet. Wie ist eigentlich der Stand des Salvaging? Salvaging, das Bergen von Schiffen bzw. mehr das Aufnehmen und Wiederverwenden von Rohmaterialien, wird in Zukunft ein teils überlebenswichtiges Spielelement werden. Ist man zum Beispiel in einem Dogfight im All beschädigt worden, hat das überlebt, der Gegner ist entweder verschwunden oder explodiert, dann kann man aus seinem Schiff aussteigen, EVA, mit dem Salvaging-Tool Material von den im All schwebenden Wrackteilen abschälen und diese Materialien nutzen, um die Hülle seines eigenen Schiffes zumindest notdürftig zu flicken, um so zum nächsten Reparaturdock fliegen zu können. Im selben Zusammenhang ist es natürlich auch eine Möglichkeit, Rohmaterialien zu erhalten, um die gewinnbringend zu verkaufen. Insgesamt, Stand heute, sieht das Ganze schon visuell toll aus, erklärt Joeys, wenn man Teile mittels der Salvage-Funktion von einem Wrack ablöst. Und richtig cool wird es, wenn man sein eigenes Raumschiff auf diese Weise flickt, denn es wird wirklich nur das Grundmaterial hergestellt, nicht die Farbe oder gar die Decals. So sieht man genau, wo das Schiff zuvor getroffen wurde und wo man es geflickt hat. Es verleiht seinem Schiff so eine eigene Persönlichkeit und andere Spieler werden sehen, dass man schon so einiges erlebt hat im Verse. Wie will man eigentlich Schiffe bergen, salvagen, wenn sie sofort despawnen?
Das ist eine der technischen Herausforderungen, an denen CRG noch arbeiten muss. Mit persistentem Streaming, Persistent Streaming, wird das vermutlich gelöst werden. Wie sieht es denn mit Salvagen von Bodenfahrzeugen aus? Ja, auch das wird möglich sein. Das Salvaging nutzt im Grunde das Damage Mapping System. Daher wird das noch weiter ausgerollt, eben auch auf Bodenfahrzeuge. Aber das wird auch noch ein wenig dauern, da dieses Damage Mapping System auch abhängig ist von Netzwerktechnik und somit dem Server Meshing. Wie zufrieden seid ihr mit dem Zustand des Inventarsystems? Etwas zufriedener, aber nicht wirklich glücklich, erklärt Chris Perry. Es gibt hier noch einige Verbesserungspotenziale hinsichtlich der Benutzerführung und insgesamt befindet man sich eigentlich erst am Anfang mit dem ganzen Inventardesign. So hat man aktuell immer noch eine Art magisches Komplettinventar, das Chris Perry wirklich hasst, werfe ich hier ein, dass man an jedem Ort öffnen und auf alles darin Zugriff hat. Das möchte man auf jeden Fall abschaffen. Wie im wirklichen Leben soll man nicht auf das Handschuhfach seines Autos zugreifen und dann gleichzeitig alles, was im Kofferraum hat, dort über das Handschuhfach im Zugriff haben, sondern je Fach das entsprechende Inventar. Dafür müssen aber tatsächlich fast alle Schiffe noch einmal angefasst und überarbeitet werden, innen als auch außen. Das bedeutet noch viel Arbeit und daher ist es ein langfristiges Ziel. Aber CRG möchte alles physikalisiert, ergo möglichst realitätsgetreu, realitätsnah haben. In Alpha 3.17 erlaubt CRG den Spielern Schiffsgegenstände, Waffen und so weiter im Inventar zu verschieben. Das ist aber nur eine Notlösung. Wenn die physische Fracht, das Physicalized Cargo, eingeführt wird, dann wird CRG diese Möglichkeit abschaffen, denn das, was wir momentan in unseren Schiffen haben, soll die Schließfächer an Bord repräsentieren, die Stauräume, die von der Fracht, von dem Frachtraum getrennt sind, wie zuvor anhand des Beispiels mit dem Handschuhfach Kofferraum dargestellt. Die Idee ist also, dass, wenn CRG anfängt, diese Schließfächer einzuführen, die Schiffsinventare, die wir haben, denn das ist wichtig. CRG hat damit begonnen, die Beschleunigerschnittstellen und Schiffsinterieurs einzuführen, die effektiv diese magischen, wie Chris Perry es Ding nennt, Mistdinger zu ersetzen. Längerfristig das dann auch mit Habs und Hangars irgendwann, dass dort die Notwendigkeit für diese magischen Hermine Granger Handtaschen, die wir aktuell in diesen oder an diesen Orts als in Ortsinventare haben, dass die ersetzt werden. Unter dem Strich, CRG ist mit dem erreichten Stand grundsätzlich erstmal zufrieden, weil es funktioniert. Aber sie haben auch noch einen langen Weg vor sich. Auf kurzfristige Sicht möchten sie erstmal eine Menge Quality of Life Dinge optimieren. Das heißt zum Beispiel ein Move-All-Button oder einen Quick-Move-Button. Solche Sachen, damit man zum Beispiel schnell ein komplettes Inventar in ein anderes verschieben kann. Zum Beispiel den Inhalt von seinem Rucksack in den Kofferraum kippen, in den Frachtraum des Schiffes verschieben. Oder ein Quick-Move-Button, eben in einem Inventarfenster Dinge auszuwählen und per Knopfdruck zu verschieben, ohne jedes einzelne Objekt anfassen und hin und her schieben zu müssen. Auch das Stacking, das Stapeln von Gegenständen, das soll natürlich funktionieren. Hier gab es Backend-Probleme, die das in der ersten Iteration verhindert haben. Es wird zeitnah eine Menge Backend-Upgrades geben, womit dann das sogenannte Stacking möglich sein sollte. Und auch Dinge wie Missionsgegenstände und eine Suchfunktion wird es irgendwann geben. Soon, TM, also in einer nicht spezifischer einzugrenzenden Zukunft. Ja, und das war's mit den beiden Star Citizen Lives. Bevor wir jetzt gleich in den Star Citizen Monatsreport reingehen, ein kurzer Zwischengedanke von mir. Wir haben hier natürlich ganz, ganz viel Aussagen wie, arbeiten wir dran, kommt zeitnah, kommt langfristig, kommt irgendwann und so weiter. Und da könnte man sich natürlich zurücksetzen und sagen, oh Gott, die reden sich ja nur raus. Ich finde, wenn man sich einfach mal hinsetzt, und ich habe das in diesem Video auch visuell mal kurz dargestellt, wo wir herkommen, wie das Verse in 2016 aussah, wie es heute aussieht, wie es morgen aussehen wird, dann sind wir schon einen verdammt langen Weg gegangen, beziehungsweise CRG ist technisch einen verdammt langen Weg gegangen. Und fokussieren wir uns oder konzentrieren wir uns mal auf das
in Anführungsstrichen gelbe vom Ei, ja, auf das, was wir schon haben. Und das ist schon echt heftig. Und natürlich haben sie im Moment noch große technische Herausforderungen. Dieses Server-Meshing, das habe ich auch schon in einigen meiner Videos thematisiert. Das ist eben etwas ganz, ganz, ganz Essentielles, was bei CRG ganz, ganz viele Realisierungen und Implementierungen hemmt, weil es essentiell, unumgänglich wichtig ist, dass die Server miteinander kommunizieren und Zuständigkeiten ja, hin und her schieben können, dass sie sich die Berechnung einer Instanz teilen. Das gab es in dieser Form in einem 3D, in einer 3D-Live-Umgebung, in einem MMORPG in dieser Form bisher noch nicht. Und wenn das realisiert ist, und Sie haben ja zu Beginn des Monatsreports, den wir uns gleich angucken, auch geschrieben, dass Sie da große Fortschritte gemacht haben, dann denke ich, wird es ab dem nächsten Jahr auch ganz große Fortschritte geben hinsichtlich des hinsichtlich der Gameplay-Elemente und hinsichtlich der ja dessen, was im Verse so passiert. Aber ja, bis dahin werden wir eben noch eine kleine Durststrecke haben. Der gute Psychshot würde mir hier widersprechen und sagen, oh, wir haben doch schon so viel bekommen dieses Jahr. Ja, er hat recht. Ich glaube aber, wir werden noch viel, viel, viel mehr bekommen in einer wesentlich kürzeren Zeit. Diese Schlagzahl wird sich ganz deutlich erhöhen, wenn wir dereinst dann hoffentlich Ende dieses Jahres, Anfang nächsten Jahres das Server-Meshing dann bekommen werden. Insgesamt finde ich es immer wieder extrem beeindruckend, wie viele und wie tiefgreifende Gameplay-Elemente wir bekommen werden in Star Citizen und über was die sich alles Gedanken machen. Was mir persönlich neu gewesen ist, zum Beispiel, dass Raumanzüge bzw. Rüstungen nicht nur die Funktion eines Schutzes haben sollen, sondern eben, ja, wie Johnny Jesseveches es sagte, das werden so Art Mini-Raumschiffe sein, die auch wieder ein eigener Mikrokosmos sind, also ein technischer Mikrokosmos, die, keine Ahnung, mit Energie versorgt werden müssen, die verschiedenste Funktionen erfüllen, und das fängt ja da an und geht dann über Waffen und ja, diese ganzen Gameplay-Elemente bis hin zu Death of a Spaceman, diese ganzen Schiffsthematiken, was da alles möglich sein wird und die es dann auch erfordern, wie gesagt, oder beziehungsweise die es genau abgrenzen, was ist ein Singleplayer-Raumschiff und was ist ein Multicrew-Raumschiff, und das wird dann auch ein Multicrew-Raumschiff, das man nicht zu 100%, gehe ich fest davon aus, mit einer NPC-Mannschaft betreiben kann. Vielleicht die kleinen, wo man mit 2-3 Mann unterwegs ist, aber die großen, das glaube ich nicht, wenn ich mir das angucke. Das wird eine KI auch gar nicht leisten können in dieser Komplexität und in der Tiefe, in dieser Granularität der Einstellmöglichkeiten, der Handlungsmöglichkeiten innerhalb eines Raumschiffes mit der Energieversorgung, mit den Komponenten und so weiter und so fort. Wahnsinn! Also mich haben diese beiden Star Citizen Lives wirklich komplett umgehauen. Wie geht es euch? Schreibt mir das gerne in die Kommentare und ja, ansonsten würde ich sagen, gehen wir jetzt mal rein in den Star Citizen Monatsreport des Monats März 2022. So, und dann haben wir noch den Star Citizen Monthly Report, also den Monatsbericht für März 2022, den wir auch nochmal durchgehen. Dann habt ihr das Informations-Rundum-Sorglos-Paket für alle Spielelemente, die es derzeit gibt, die es geben wird, die man sich vorstellen kann und so weiter und so fort. Ach, ist das schön. Los geht's. PU, Monatsbericht März 2022. Da Alpha 3.17 immer näher rückt, haben viele Teams den Monat damit verbracht, Aufgaben für die bevorstehende Veröffentlichung abzuschließen. Aber auch bei wichtigen Features, die im Laufe des Jahres kommen werden, wie Pyro und Salvage, wurden große Fortschritte gemacht. KI-Inhalte. Im letzten Monat hat das Team für die KI-Inhalte die letzte Feinabstimmung für die Getränkehändler-Funktionen vorgenommen, die mit dem kommenden Patch Alpha 3.17 veröffentlicht wird.
Dieser sogenannte Polish-Prozess der Animation beginnt damit, dass der Animationsdirektor das Feature durchspielt und ein Video in ShotGrid hochlädt. ShotGrid, das ist eine Projektmanagement-Software von Autodesk und das wird hauptsächlich für das Management von visuellen Effekten und Animationsprojekten in Fernsehshows und Filmproduktionen und für die Entwicklung von Computerspielen verwendet. Und hier in ShotGrid wird es mit Text-Overlays, Farbskizzen und Kommentaren versehen. Und diese Punkte werden dann von einem Animator, der für die Animation verantwortlich ist, bearbeitet, um die visuelle Qualität des Endprodukts zu verbessern oder dahin zu bringen, wo es der Director haben möchte. Die Arbeit an den den Essensverkäufern, neigt sich dem Ende zu. Die Designer haben Tutorial-Videos und schriftliche Dokumentationen erstellt, die den Level-Design-Teams dabei helfen sollen, in einem kommenden Patch weitere dieser, ich nenne sie mal Lebensmittelanbieter, im ganzen Verse zu implementieren. Außerdem hat das Team Fehlerbehebungen für ein bevorstehendes Event vorgenommen. Was könnte das sein? Unter anderem für das Verhalten der Touristen- und Reiseleiter-KI, die letztes Jahr released wurde. Diese KI-NPCs bewegten sich nicht mehr und sprachen nicht weiter, was nach einer ersten Untersuchung auf Änderungen an der Animationsdatenbank zurückzuführen war. Die Arbeiten an den Sicherheitsautomaten und Spielhallenautomaten, die in früheren Reports erwähnt wurden, sind gut vorangekommen und die letzten Animationen werden derzeit überarbeitet. KI-Features. Den ganzen März über hat das KI-Feature-Team an den Quality-of-Life-Aspekten der KI-Inhalte gearbeitet, zum Beispiel an der Erstellung der Usables, also der benutzbaren Gegenstände, und an der Arbeit mit den Stances, also den verschiedenen Körperpositionen der Charaktere, die sich auf alle Bewegungen und Leerlaufanimationen auswirken, zum Beispiel stehen, hocken, liegen. Bislang wurden Stances für die Verwendung in einem bestimmten Ausrichtungsslot, die verschiedenen Optionen für den Zugriff auf ein Usable, eingerichtet. Jetzt sind die Stances für verschiedene Verwendungen eingerichtet. Das Wandpanel hat zum Beispiel nur einen Platz, um es zu benutzen, aber verschiedene Slots für die oberen und unteren Paneele, die die Stances, also die Körper- bzw. Haltungspositionen, stehen und hocken erfordern. Und für diese verschiedenen Stances hat das Team Animationen erstellt, die korrekt von der aktuellen Haltung in die Zielhaltung des Nutzers übergehen. Also Beispiel, ein NPC hockt sich hin oder von der Hocke steht er wieder auf und so weiter. Auf diese Weise können für jedes Panel unterschiedliche, also für jedes Bedienelement unterschiedliche Eingangsanimationen verwendet werden. Die richtige Haltung, der richtige Stance ist auch dann wichtig, wenn die Spielfigur unerwartet ein Usable verlässt, also aufhört, ein Wandpanel zu bedienen, was auch immer. Zu diesem Zweck hat das Team Erstreaktionsanimationen für verschiedene Haltungspositionen aufgenommen. Und nicht zuletzt wurde eine Funktion implementiert, mit der das KI-Feature-Team Subsumption-Ereignisse, die Subsumption ist das KI-Fundament von Star Citizen, über die Audio-Map verarbeiten kann, die die systemische Ereignisverteilung als Audio-Stimuli simuliert. Und damit können NPCs befreundete NPC-Charaktere benachrichtigen, zum Beispiel darüber, dass sie eine Leiche gefunden haben oder dass sie etwas Verdächtiges gehört haben, etc. KI-Technik. Zu Beginn des Monats hat sich das KI-Tech-Team mit dem Feedback zur ersten Implementierung der Planetennavigationstechnologie befasst, die dann an mehrere Teams zur Verwendung in verschiedenen Szenarien weitergegeben wurde. Eine Verbesserung ist die Hinzufügung eines Prioritätsmanagers, mit dessen Hilfe berechnet werden kann, welche Gebiete ein Refresh des Navigationsmeshes benötigen. Die Positionen von Spielern, NPCs und Fahrzeugen werden derzeit verwendet, um zu bestimmen, wo ein Navigationsmesh erforderlich ist. Um den Designern die Möglichkeit zu geben, wirklichkeitsgetreu NPC-Verstärkungen auf Planeten per Raumschiff anzufordern, begann das Team mit der Entwicklung von Funktionen, die es NPC-Piloten ermöglichen, zu spawnen und die dynamischen Lande- und Start-Splines anzupassen. Splines fügen Kurven zusammen, um eine kontinuierliche Kurve zu erzeugen, wie hier in diesem kleinen GIF zu sehen.
Außerdem verbesserte das Team die Spline-Erstellung für sanftere Landungen und Starts und passte die Abfragen des taktischen Punktesystems so an, dass es auf Planeten funktioniert und NPCs so in der Lage sind, diese Punkte zu finden, zu denen sie sich bewegen sollen, wenn sie von Bord gehen. Es wurden auch einfache Verhaltensweisen implementiert, um dieses neue Feature vorzustellen und zu testen. Die Entwicklung von Technologien, die es NPCs ermöglichen, bewegliche Objekte wie Trolleys korrekt zu schieben und zu bedienen, wurde fortgesetzt. Das Team fügte außerdem weitere Verbesserungen für die Fortbewegung und das Greifen von Trolleys mit verschiedenen Layouts hinzu und begann mit der Implementierung von Park- und Abstellbereichen für bewegliche Objekte. Mehrere Korrekturen und Verbesserungen wurden in den Subsumption-Editor implementiert, darunter eine vollständige Graph-Map für Ausreißerverhalten, die sogenannten Outlier. Outlier, Ausreißer, entstehen durch Veränderungen im vorgesehenen Systemverhalten, ergo Normabweichungen. Außerdem wurde eine Snap-Funktionalität eingefügt, um Knotenpunkte im Subsumption-Editor per Mausklick schnell hinzuzufügen und löschen zu können. Weiterhin hat das AI-Tech-Team das System zur Abfrage von NPC-Bewegungen weiter überarbeitet, um eine konsistentere Synchronisierung von Zuständen zwischen Server und Client zu ermöglichen und die Verarbeitung von NPC-Bewegungen zu vereinheitlichen, um Inkonsistenzen zu verringern. Außerdem wurden mehr automatisierte Funktionstests erstellt, um die Stabilität zu verbessern, und sie haben Fehler behoben. KI Vehicle Features, KI-Fahrzeugfunktionen. Das Team für die Vehicle Features hat zusammen mit dem KI-Team an Verhaltensweisen gearbeitet, die sowohl dem PU als auch Squadron 42 zugutekommen werden. Das Ziel ist es, das Flugverhalten zu verbessern, damit es dynamischer wird und dem Verhalten der menschlichen Spieler im Kampf näher kommt. Außerdem haben sie sich auf eine Schiffstaktik für Jäger konzentriert, damit sie es mit Großkampfschiffen aufnehmen können. Animation. Die Animationsabteilung konzentrierte sich in diesem Monat auf die Gesichtsanimation für zahlreiche schiffsgebundene Charaktere. Außerdem arbeiteten sie an dem Shubin Interstellar Mining Tool und stellten die erste Version der Verkäufer-NPCs fertig. Character Art konzentrierte sich auf die Frontier-Outfits für Pyro und verschiedene Ninetales-Assets für ein Event später im Jahr. Auch an den Subscriber-Gegenständen und einem Salvage-thematisierten Rucksack wurde gearbeitet. Das Team begrüßte außerdem neue Character Artists in Montreal, deren Einarbeitung und Schulung im März abgeschlossen wurde. Ship Art. In Großbritannien arbeitete Ship Art weiter an einer Reihe von Raumschiffen, darunter der Hull A. Das Cockpit der Scorpius wurde fertiggestellt, einschließlich Beleuchtung und LODs, Level of Details, während die Banyu Merchantman die Forschungs- und Entwicklungsphase der Außenansichten durchlief. Das erste der drei unangekündigten Fahrzeuge, Raumschiffe, steht kurz vor seiner Fertigstellung. Das zweite durchläuft die Greybox-Phase, während das dritte das erste Kick-Off hatte und jetzt in die frühe Whitebox-Phase eingegangen ist. In den USA hat das Team die Drake Vulture in der Pipeline weiter vorangetrieben und weitere Grafiken erstellt, um die mobile Reparatur als Teil des Reparatur- und Salvage-Gameplays zu unterstützen. Außerdem wurden die Armaturen des Cockpits um zusätzliche Funktionen erweitert, um den Salvage-Modus zu unterstützen. Auch an verschiedenen Teilen der Drake Corsair wurden erhebliche Fortschritte gemacht. Der Armaturenbereich des Co-Piloten wurde mit einem Überhang für bessere Sicht entworfen und erstellt, während der Sitz des Co-Piloten fast fertig ist und nun über einen Mechanismus verfügt, mit dem er in seine endgültige Position gebracht werden kann. Das Foyer des Schiffes wurde fertiggestellt, die Arbeiten an der Innenausstattung der Türme begonnen und die Entwicklung der Mannschaftsunterkünfte und des Maschinenraums wurde in Angriff genommen. Das Team machte auch Fortschritte bei der Außengestaltung im Rahmen der Greybox-Phase, wobei die Arbeiten von der nun fertiggestellten Nase zurück zum Heck gingen. Das Community-Team hat natürlich auch ganz viel Arbeit geleistet, da gehen wir mal drüber hinweg und gehen zum Engine-Team weiter. Im März fügte das Physik-Team einen neuen Ansatz zur Verformung von Bekleidung der Charaktere hinzu. Außerdem wurde eine Phasenkollisionserkennung implementiert, um die Anzahl der zu überprüfenden externen Teile von diesen Kleidungsentitäten zu reduzieren. Die Lenkung der Hinterräder von Fahrzeugen bei hohen Geschwindigkeiten wurde ebenfalls reduziert.
Für physischen Schaden wurden erste Änderungen für das Tracken von zerbrechlichen Clustern eingereicht. Außerdem wurde eine Aktion hinzugefügt, um ein Raumschiff in einer bestimmten Zeit in einen bestimmten Zustand zu versetzen. Beim Renderer wurde der Wechsel zu Gen 12 fortgesetzt. So wurde zum Beispiel die Behandlung von Decals in Render-to-Texture-Durchläufen überarbeitet und verschiedene Fehler behoben, die durch die Aktivierung des Brush-Renderings mit Gen 12 entstanden waren. Das Rendering des Planetengeländes wurde optimiert und die Unterstützung für das Sonnenlicht-Rendering hinzugefügt. Verschiedene APIs, Programmierschnittstellen, wurden verbessert, um sie konsistenter, effizienter und weniger rechenintensiv zu machen. Die Heatmap, die Höhenkarten für das Planetengelände und die Schatten des Planetengeländes sind nun vollständig portiert. Der Tessellierungscode für das Rendern von Planetengeländestücken in Höhenkarten wurde verbessert, um eine einheitliche Dreiecksdichte zu erreichen. Zu Tessellierung habe ich mal einen Exkurs gebaut und wer da nochmal reingucken möchte, für den binde ich den Link hier rechts oben mit ein. Außerdem wurde ein Fehler bei der Verarbeitung von Scattering Queries, also Streuungsabfragen für Wolken, als Anwendungsproblem erkannt und behoben. Das wurde zuvor nur als Workaround umgangen. Auf der Seite der Kernengine wurde mehr Programmcode mit Include What You Use bereinigt. Außerdem wurde mehr Zeit auf die Integration von EASTL verwendet, also EASTL. EASTL steht für Electronic Arts Standard Template Library. Es handelt sich dabei um eine C++-Template-Bibliothek, die analog zu den Template-Funktionen der C++-Standard-Bibliothek ist, die oft als STL bezeichnet wird. EASTL besteht unter anderem aus den folgenden Systemen: Containern, Iteratoren, Algorithmen, Dienstprogramme und weitere. EASTL bietet unter anderem Vorteile in der Verarbeitung von Daten und dem Debugging. Der Einsatz eignet sich überall dort, wo standardisierte Container und Algorithmen sinnvoll sind. So können es alle C++-Tools und viele C++-Spiele-Runtimes nutzen. EASTL ist sehr effizient und verfügt über Optimierungen, die es besser für die CPUs und Speichersysteme von Konsolenplattformen geeignet machen. Das lasse ich mal so im Raum stehen. Weiterhin wurden verschiedene Optimierungen vorgenommen, darunter auch Aktualisierungen der animierten Lichter. Weitere Systemaktualisierungen für die Hauptkamera und die Markierung der von der Sonne betroffenen Sichtbereiche wurden in parallele Jobs ausgelagert, um die Laufzeitkosten des Hauptthreads zu reduzieren. Außerdem wurde der Release von Alpha 3.17 unterstützt. Arena Commander Features. Das Vehicle Technical Team hat seinen Wechsel zum Arena Commander Feature Team abgeschlossen. Im Rahmen des Wechsels wurde der Rückstand bei den Arena Commander Fehlern überprüft, um die unmittelbaren Prioritäten zu bestimmen. Radar und Scanning stehen ebenfalls kurz vor der Fertigstellung. Verbesserungen an den Tür- und Bedienelementen sind ebenfalls im Gange und ebnen den Weg für einfachere und zuverlässigere Interaktionen in Fahrzeugen und Raumstationen. Character- und Waffen-Features. Im März hat das Team auf der Grundlage des Feedbacks aus den Tests der Alpha 3.17 im PTU verschiedene Features verbessert. Unter anderem wurde das Inventar aus technischen Gesichtspunkten stabilisiert. Außerdem wurden Probleme beim anfänglichen Spawnen behoben, die dazu führten, dass Spieler ohne Körper spawnen konnten. Die Logik für das Spawnen von Leichen wurde ebenfalls verbessert, um sicherzustellen, dass das vorzeitige Verlassen des Spiels den Ablauf nicht unterbricht und um zu verhindern, dass der Ablauf eine Zeitüberschreitung verursacht oder die Leiche selbst nicht spawnen kann. Das Feature-Team hat auch das Werfen von Granaten überarbeitet, da es sich als sehr unzuverlässig erwiesen hat. Die Wahrscheinlichkeit, dass Granaten in den Händen oder an den Füßen des werfenden Spielers explodieren, sollte nun deutlich geringer sein. Sie sollten jetzt nicht mehr nach dem Werfen zurück in die Hand gerubberbandet werden und auch auf dem lokalen Client immer sichtbar explodieren. Und generell wurde eine große Anzahl von Fehlerkorrekturen durchgeführt. So wird zum Beispiel sichergestellt, dass bestimmte Frisuren nicht durch Helme klippen und dass das Fallenlassen eines getragenen Helmes nicht mehr dazu führt, dass der Spieler erstickt. Außerdem wurde ein Fehler behoben, der dazu führte, dass einige Menüs für die Interaktion mit Händlern und die Waffenanpassung versetzt angezeigt wurden. Gameplay-Features. Das PU-Team arbeitete sich durch das User-Feedback und die Fehlerbehebungen für die bevorstehende Veröffentlichung der Schiffsbetankung. Außerdem wurden Fortschritte beim HUD-UI für das Salvaging gemacht, das derzeit den Iterationsprozess durchläuft.
Für das Engineering-Gameplay wurde eine Beispielszene erstellt, die ein Dorf mit einer Batterie, einer Stromversorgungseinheit und einem Laternenpfahl zeigt. Das Ziel war es, anderen Teams eine einfache Einführung zu geben, damit sie anfangen, einen systemischen Ansatz für Ressourcen zu nutzen. Das Lebenserhaltungssystem kommt gut voran. Der Lebenserhaltungsgenerator kann nun die Atmosphäre aus einem Raum entfernen und Kohlendioxid in Sauerstoff umwandeln. Mission Features. Mission Features lieferte weiterhin Unterstützung für den Spielcode und beseitigte Fehler für die neuen Verkaufs-UI-Screens. Außerdem wurden verschiedene Probleme mit dem Ingame-Gesetz, generell Feindkräften sowie allgemeine Fehler für die kommende Alpha 3.17 behoben. Vehicle Features. Im letzten Monat arbeitete das Team für Vehicle Features an der Betankung, einschließlich der Integration der Undock-Systeme und der Überarbeitung der Treibstoffeffizienz und dem sogenannten Scooping, also dem Aufsammeln von Gasen und Umwandlung in Treibstoff im Weltraum. Das wurde ja bei vielen Raumschiffen jetzt abgestellt. Außerdem wurde die Distortion neu abgestimmt, die Distortion-Waffen, sodass sie sich eher negativ auf ein Schiff auswirken, als dass sie es komplett außer Gefecht setzen. Auch bei vielen kommenden Schiffsversionen wurden Fortschritte gemacht, vor allem bei der Miskal A und der RSI Scorpius, die beide neue Animations- und Schiffszustandstechnologien nutzen. Bei der Hull A wird diese neue Technologie für die ausfahrbaren Ladungsarme und deren Integration in das Ladungssystem verwendet. Bei der Scorpius kann sich der Geschützturm entlang seiner Schiene bewegen. Das KI-Flugverhalten wurde zusammen mit dem KI-Team weiterentwickelt, was sowohl dem PU als auch Squadron 42 zugutekommen wird. Wenn die Entwicklung abgeschlossen ist, wird das Verhalten der KI dynamischer sein und dem Verhalten der menschlichen Spieler im Kampf näher kommen. Schließlich begann das Team mit einer gründlichen Untersuchung der Netzsynchronisationsprobleme, die derzeit im PU auftreten. Sie haben einige großartige Verbesserungen vorgenommen, die derzeit im Alpha 3.17-Bild getestet werden. Grafik und VFX-Programmierung. Im letzten Monat konzentrierte sich das Grafikteam auf die Behebung von Fehlern für Alpha 3.17 und Game Dev Stabilität. So wurden zum Beispiel Probleme mit dem Rendering von Wasservolumen behoben, Probleme mit dem Export von Lichtverknüpfungen gelöst und Render-to-Texture bereinigt. Außerdem gab es Aktualisierungen für verschiedene Shader, wie zum Beispiel für das automatisierte C-Buffer-Layout pro Material und kleinere Verbesserungen für boolesche Parameter und Shader. Hier wird das C-Buffer-Layout erwähnt. C verwendet einen Puffer, um Variablen auszugeben oder einzugeben. Der Puffer speichert die Variable, die vom Programm aufgenommen, Eingabe oder ausgegeben werden soll. Und ein Puffer muss geleert werden, bevor er die nächste Eingabe dann verarbeiten kann. Und hier hat es eben Aktualisierungen für C-Buffer-Layout pro Material bei Shadern gegeben. Und boolesche Parameter. In der Informatik ist ein Boolean oder ein Bool ein Datentyp mit zwei möglichen Werten, wahr oder falsch. Erst nach dem englischen Mathematiker und Logiker George Boole benannt, dessen algebraische und logische Systeme in allen modernen Digitalrechnern, Computern verwendet werden. Und hier hat es eben auch kleinere Verbesserungen für boolesche Parameter, also wahr, falsch, gegeben. Für die laufende Gen-12-Transition hat das Team verschiedene Fehler aus der Integration im Alpha 3.17-Stream behoben, zum Beispiel Schattenflimmern, Probleme mit dem LOD-Verhältnis, also Level of Details, die durch die Portierung von Skinned-Meshes verursacht wurden. Ein Skinned-Mesh ist ein Mesh, das ein Skelett mit Bones hat, die dann verwendet werden können, um die Eckpunkte der Geometrie zu animieren. Mehrere Crashfixes haben sie ebenfalls bereinigt, vorgenommen. Das Team setzte die Portierung der Gen 12 Skalenform fort und nahm Änderungen an der Ausführungsreihenfolge und der Schnittstelle vor, um sie an das aktuelle Verhalten von RTTM anzupassen. Und hier weiß ich nicht, was RTTM bedeutet, mea culpa. Vielleicht weiß das jemand von euch und kann mich und die Community hier aufklären. Außerdem wurde damit begonnen, die analytischen Schatten der Scattering-Abfrage auf Gen 12 zu übertragen. Das Stichwort Scattering-Abfragen, also Streuabfragen, wäre interessant weiter zu hinterfragen. Wir werden das hier nicht erfahren, aber tatsächlich ist es so, dass das Sharding auch eine große Last für die Datenbanken bedeutet. Denn je mehr Shards es gibt, desto teurer werden diese Scattering, diese Streuabfragen, die Scatter-Queries. Wenn eine Datenbankinstanz vor dem Sharding 10.000 Abfragen pro Sekunde von Scattern erhalten hat, erhalten
die beiden neuen Shards, wenn es dann zwei neue Shards gibt, jeweils 10.000 Abfragen pro Sekunde von diesen Scattern. Je mehr Shards wir haben, desto mehr Abfragen passieren, desto größer, desto heftiger sind die Datenbanken belastet. Wenn die Datenbanken also damit Zeit verbringen, all diese Scatter-Abfragen zu bearbeiten, bedeutet das, dass sie weniger Spielraum für die Bearbeitung anderer Abfragen haben. Also diese ganze Thematik Server-Mesh wird CRG und damit uns sicherlich noch einige Zeit auf Trab halten. Ich bin sehr gespannt, dann insbesondere auf die CitizenCon, wo wir hoffentlich mehr technische Hintergrundinformationen erhalten werden. Aber zurück zum Monatsreport. Für Vulkan wurden kleinere Änderungen an der Descriptor-Indizierung vorgenommen, um interne Fehler zu beheben, während ein Absturz im Zusammenhang mit dem Sammeln von Headless-Client-Metriken behoben und Warnhinweise für RenderDoc aktualisiert wurden. Beleuchtung. Im März konzentrierte sich das Beleuchtungsteam auf ein bevorstehendes Event, wobei es auf die Unterstützung neuer Missionsorte und die Überprüfung bestehender Locations konzentrierte. Außerdem wurde ein kompletter Beleuchtungsdurchlauf an einem wichtigen Außenstandort durchgeführt. Ah, Sie verstehen das aber auch, Spannung aufzubauen. Locations, EU. Im letzten Monat arbeiteten die Locations-Teams in verschiedenen Bereichen, die sich alle in unterschiedlichen Stadien der Fertigstellung befinden, von der frühen Vorproduktion bis zur nahen Fertigstellung. Die Arbeit an den Kolonialismus-Außenposten wurde fortgesetzt und weitere Varianten und Module wurden fertiggestellt. In Verbindung mit dem neuen Rastar-Tool, das einen größeren Funktionsumfang erhält, begann das Team mit gezielten Spieltests im Vorfeld zu einer größeren Verbreitung in den Systemen, in denen sie zuerst zu sehen sein werden. Rastar, das wurde auf der CitizenCon im letzten Jahr vorgestellt, das ist ein Object-Container-Streaming-basiertes Base-Building-Tool, mit dem Siedlungen und Außenposten auf Planeten geplant und erstellt werden. Die nächste Iteration der unterirdischen Anlagen wurde in der Whitebox getestet, um ein gutes Gameplay und einen guten Spielfluss zu gewährleisten. Ein Update für die Höhlen befindet sich ebenfalls in der Whitebox, wobei der Schwerpunkt auf der Verbesserung der Lesbarkeit und der Durchquerbarkeit neben einem optischen Facelifting liegt. Die Whitebox-Arbeiten wurden auch für die heruntergekommenen Varianten der Raumstationen fortgesetzt, die für die erste Veröffentlichung von Pyro geplant sind. Locations in Montreal. Hier überarbeitete das Sandbox-Team die verlassene Siedlung der Reclaimer. Auf der künstlerischen, auf der grafischen Seite haben sie die Silhouette der Absturzstelle überarbeitet und sich auf die finale Phase zu bewegt. Außerdem haben sie das Missionssystem weiter ausgebaut und verfügen nun über 3 voll funktionsfähige Missionen in dieser Siedlung. Sobald das planetare Navmesh für eine breitere Entwicklung zur Verfügung steht, können sie weiter diese Absturzstelle, nenne ich es mal, weiter ausarbeiten. Die im letzten Bericht erwähnten verfallenen Schiffe 600i und Crusader Mercury, die wir ja auch gerade über Sandy Gardiner auf Twitter gesehen haben, kommen gut voran. Letzten Monat hat das Team die ersten Versionen der abgestürzten Schiffe fertiggestellt und prüft derzeit die Pipeline, um sie wieder bergbar, also salvageable zu machen. das gute alte Denglisch. Ein Teil des Teams hat damit begonnen, weltraumbasierte Missionen in einer Reclaimer zu erstellen, wobei der grundlegende Ablauf und die Missionslogik bereits implementiert sind und einwandfrei funktionieren. Dies ist Teil der Einarbeitung des Teams in das Missionssystem mit dem Ziel, zunächst bestehende Module wiederzuverwenden. Sobald Sie sich mit dem System vertraut gemacht haben, werden Sie Variationen der bestehenden Missionen erstellen. Hierzu wird das Sandbox-Team zitiert. Uns ist aufgefallen, schreiben Sie, dass das Grimhex-Krankenhaus vor allem während des Jumptown-Events ziemlich überfüllt sein kann. Um dieses Problem zu beheben, haben wir es erheblich vergrößert. Früher gab es nur 3 Krankenzimmer, mit diesem Update werden wir über 60 haben. So können alle Spieler, Spielerinnen so schnell wie möglich wieder respawnen und ins Spielgeschehen einsteigen. Soweit das Sandbox-Team. Schließlich hat das Team offiziell mit dem Update für die Stadt Lorville begonnen. Die Konzeptionsphase ist abgeschlossen und der Grundriss wurde abgesteckt. Nach der Fertigstellung wird Lorville deutlich größer sein und mehr Platz für Gebäudeinnenräume bieten. Da bin ich sehr gespannt drauf.
Das Narrative-Team hat den ganzen März über die Design-Teams bei der Umsetzung eines bevorstehenden Ereignisszenarios unterstützt und lieferte Missionstexte und schriftliche Inhalte, um die Geschichte glaubhaft und nachvollziehbar zu gestalten. Das Team durchlief den Redaktionsprozess für einen der neuen Missions-NPCs, die während der MoCap-Session, Motion Capturing, im letzten Monat aufgenommen wurden und reichte die Daten zur Bearbeitung ein. Sobald die Daten den Weg durch die Animations- und Audio-Teams gefunden haben, wird Narrative die Mission mit dem endgültigen Dialog testen. Sobald sie fertig sind, werden sie alternative Versionen des Skripts aufnehmen, um für Abwechslung zu sorgen. Mit Blick auf die Zukunft hat Narrative damit begonnen, einige der Läden und Geschäfte zu entwerfen, die die Spieler und Spielerinnen später besuchen können werden. Anhand einer Liste, die von Design erstellt wurde, ging es zunächst darum, die verschiedenen Dienstleistungen und Gegenstände, die aktuell in den Geschäften angeboten werden, zu skizzieren und eine Liste zu erstellen, um die Vielfalt, aber auch die gegebene Abdeckung in Zukunft sicherzustellen. Ergo, trotz der höheren Diversifizierung der Anbieterlandschaft, so verstehe ich es, trotzdem das Angebot eben durchgängig zu haben. Sobald die Geschäftsarten und Anzahl feststanden, begann das Team mit dem Brainstorming von Namen und kurzen Beschreibungen, um Aussehen und Gestaltung der Läden und das angedachte Einkaufserlebnis den Spielern vermitteln zu können. Weiterhin arbeitet das Narrative-Team gemeinsam mit dem KI-Team an einem System, das dem Verse neues Leben einhauchen soll. Damit werden jetzt hier nicht neue NPCs gemeint sein, sondern neue Wildlines, neue Texte, die die NPCs dann erzählen, sagen, sprechen können. So, damit gehen wir weiter vom Narrative-Team zum Props-Team, dem Team für die Einrichtungsgegenstände, für die Level-Einrichtung. Das Props-Team verbrachte den März mit der Fertigstellung der angeforderten Assets für ein bevorstehendes Event. Außerdem haben sie an mehreren unangekündigten Gegenständen für die Community gearbeitet, die gut vorankommen. Außerdem wurde viel für Pyro getan, insbesondere an den Schildern für die Händlerläden, dem Müll und einigen besonderen Extras. Tech Animation. Das Team der technischen Animation hat den Monat damit verbracht, das interne DNA-System zu überarbeiten. Dieses Update ermöglicht es dem Team, den Genpool zu erweitern, um glaubwürdige Köpfe im Spiel zu erstellen und den Spielern letztendlich mehr Vielfalt zu bieten. Und hier wird das Tech Animation Team zitiert, dass das ein langwieriges Unterfangen gewesen sei. Parallel dazu wurden mehrere Köpfe überarbeitet, die aktualisiert und in einigen Fällen sogar komplett überarbeitet werden mussten. Die laufende Head-Scanning-Initiative versorgt das Team derzeit mit neuen Archetypen, die extrahiert und in vollständige, spielfertige Gesichtsrigs verwandelt werden. Tech Animation hat auch die bestehende Animationspipeline gepflegt und gleichzeitig Initiativen zur Ablösung älterer Technologien eingeleitet, um die internen Arbeitsabläufe zu beschleunigen. Kommen wir zum neuen Thema Tools in Montreal. Also man merkt, wie in Montreal da auch ganz schön viel Dampf mit auf den Entwicklungskessel gekommen ist. Im Anschluss an den Bericht des letzten Monats schloss das Tools-Team die Integration von Mighty Bridge in den Editor und die Einbindung von Houdini in Mighty Bridge ab. Damit sind Houdini-basierte Werkzeuge für jeden im Unternehmen zugänglich, sowohl für das PU als auch für Squadron 42. Auf der Seite des Programmcodes fügte das Team Houdini-Funktionen zu Mighty Bridge hinzu, darunter die Möglichkeit, Geländegeometrien zu nutzen. Zu diesem Thema Mighty Bridge, da gab es einige Tweets von Turbulent und auch von Todd Pepe. Zusammengefasst, vom Montreal Tools Team von Turbulent Game Studio kommt die Applikation Mighty Bridge, ein Tool, das den Game Editor mit jeder anderen Software verbinden kann. Insbesondere kann Mighty Bridge den Spieleditor mit Houdini, die 3D-Grafik-Software, die CIG nutzt, verbinden und all diese Funktionen nutzen, um schnell und einfach neue 3D-Objekte oder Texturen zu erzeugen, eine große Anzahl von Objekten automatisch zu platzieren, fortschrittliche Partikeleffekte zu erstellen und neue Orte wie Höhlen, Raumstationen und sogar Städte zu erzeugen. Sprich, diese 3D-Objekte können erzeugt werden, ohne dass man tiefgehende Kenntnisse in Houdini benötigt. Da die Houdini-Funktionen so
allen Tech- und 3D-Artists zugänglich sind, sind jetzt, wie ich gerade sagte, keine fortgeschrittenen Programmierkenntnisse mehr nötig, um Werkzeuge im Spieleditor zu erstellen. Und dank der zahlreichen Funktionen von Houdini, die regelmäßig vom Software-Editor aktualisiert werden, sind neue kreative Möglichkeiten, die früher nur schwer zu realisieren waren, jetzt schneller zugänglich. Dadurch ist es möglich, Inhalte zu erstellen, die den Ambitionen von Star Citizen entsprechen. Das Team in Montreal, schreiben sie auf Twitter, haucht dem Verse mit den ganzen Einrichtungswerkzeugen neues Leben ein. Wie Todd in seinen Tweets schrieb, wird dieses Tool zunächst für Raumstationen, unterirdische Einrichtungen und schließlich für Wohnungen, Büroräume und die Produktion verwendet. Man merkt also immer wieder, dass sie sich weiterhin bewusst sind, dass sie wirklich schneller werden müssen, dass diese Sonnensysteme schneller gebaut werden müssen, wenn sie damit irgendwann mal zeitnah fertig werden wollen mit ihren 100 Sonnensystemen. Auf der technischen Seite wurden zwei wichtige Bereiche der Entwicklung vorangetrieben. Der erste ist das Werkzeug für prozedurale Orte, das die Produktion bestimmter Orte beschleunigen wird. Das Team entwirft derzeit das Vorlagensystem des Tools, mit dem die Designer und Artists verschiedene Orte wie verlassene Außenposten und Siedlungen, Höhlen und unterirdische Anlagen prozedural erzeugen können. Der zweite Bereich ist die Biom-Integration, die eine Sammlung von Werkzeugen umfasst, die den Art-Teams helfen, Orte besser in das spezifische Biom eines Planeten zu integrieren oder in die spezifischen Biome. In der ersten Fallstudie geht es um die verlassene Reclaimer-Siedlung. Das Tools-Team nimmt die handgefertigten Proof-of-Concepts des Art-Teams und automatisiert einige der Prozesse, um die Erstellung zu vereinfachen. Beispielsweise platziert ein Tool automatisch Ranken und Schmutz um das abgestürzte Raumschiff, was normalerweise eine manuelle und somit zeitraubende Aufgabe ist. Weiter geht's mit Turbulent Services. Im März lieferte das Team von Turbulent Online Services den Reputationsdienst aus, also den Reputationsservice, der den QATR, also den Qualitätssicherungstests, mit bisher null gemeldeten Fehlern bestanden hat. Außerdem haben sie den Großteil der Arbeit für das Login Flow Refactor Project abgeschlossen, einschließlich des Rental Service, der Zusammenstellung des Main Login Loops, des Berechtigungs- und des Login Service. Also der gesamte Login-Prozess scheint hier überarbeitet und verbessert und stabilisiert worden zu sein. Das Live-Tools-Team hat Verbesserungen am System der lokalen Entwicklungsumgebung vorgenommen. Die verwenden jetzt die neue modulare Hex-Benutzeroberfläche für das PTU und beginnen, das Vorlagensystem zu nutzen, um schnell neue Tools im Network Operation Center hinzuzufügen. Das Team hat damit begonnen, neue Module zu entwerfen, die es den Entwicklern, dem Spielsupport und der Qualitätssicherung ermöglichen, Probleme bei der Benutzeranmeldung zu überwachen und zu beheben. Auch das ja ein wichtiges Thema, wie ich finde. Und Turbulent Web Plattform. Das Web-Team in Montreal hat damit begonnen, neue Web-Funktionen für kommende Veranstaltungen hinzuzufügen und sicherzustellen, dass alle Komponenten wiederverwendbar und von höchstmöglicher Qualität sind. Das Architektur- und E-Commerce-Team von Turbulent fügte mehrere Tools hinzu, darunter einen neuen Ablauf, der das Einlösen von Promotion-Codes erleichtert. Zwei CI-Pipeline-Flows, CI steht vermutlich für Continuous Integration, wurden weiterentwickelt, um die Leistung zu steigern und die Wartezeit bei Builds zu verkürzen. Die Teams von Turbulent und die internen Community-Teams haben die Überarbeitung des Community-Hubs vorangetrieben. Die Home- und Discover-Seiten sind bereit für den Start, während die Post-Creation- und Follow-Tools weiterentwickelt wurden. UI, das Team für die Benutzeroberfläche. Im März wurden im Bereich UI zwei langfristige Projekte fortgesetzt, die sowohl dem PU als auch Squadron 42 zugutekommen werden. Die Überarbeitung des Visiers, das neue Radar und die neuen Maps, die neuen Karten. Bei der Überarbeitung des Visiers geht es darum, das Visier und die Linse so zu aktualisieren, dass sie in Building Blocks funktionieren, was die Leistung verbessert und die Arbeit erleichtert. Die Arbeit des letzten Monats konzentrierte sich auf Waffen, die Anzeige des Actor-Status und gesetzesbezogene Elemente. Bei Radar und Maps, bei Karten, konzentrierte sich das Team auf die Grundlagen der Vollbildversion des Radars und fügte die Möglichkeit hinzu, Kontakte heranzuzoomen, um die 3D-Modelle dieser Kontakte sehen zu können. Auf der technischen Seite wurden neben den Aufgaben für Alpha 3.17 auch Support geleistet und Bugs, Fehler für Radar und Maps behoben. Das Team aktualisierte auch den Mauszeiger, dass er nun auf Hardware-Basis läuft, was ihn reaktionsschneller macht und es ihm ermöglicht, zwischen verschiedenen Elementen wie Schiebereglern und 3D-Steuerung zu wechseln. VFX, das Team für die visuellen Effekte und somit das letzte Team, hat im
März die Produktion für die Miskal A abgeschlossen und arbeitete außerdem an Vorproduktionsdurchläufen für die RSI Scorpius und ein noch nicht angekündigtes Fahrzeug oder Raumschiff. Auch bei den Salvage-Effekten wurden Fortschritte gemacht. Das Team verfeinerte die visuellen Effekte einschließlich der Entfernungs- und Reparatureffekte am Schiffsrumpf. Außerdem wurde an den Betankungseffekten gearbeitet, die für die erste Veröffentlichung des Features funktionstüchtig gemacht wurden. Ja, und dann noch Fehlerbehebungen und Aufräumarbeiten und das war's. Ja, Wahnsinn. Man könnte sich jetzt fragen, boah, warum das alles denn in einem Video? Also, ja, zum einen, weil ich ein bisschen aufholen musste, zum anderen, weil es thematisch einfach auch alles echt gut zusammengepasst hat. Denn es gibt uns einen Überblick über das, was wir gerade eigentlich jetzt bekommen, so mit 3.17, was wir gerade im PU eigentlich haben. Auch so einige Aussagen, dass CRG sich bewusst ist, dass wir eigentlich so Gameplay-mäßig noch ein bisschen mau unterwegs sind, gerade was Multicrew-Gameplay betrifft. Aber, dass sie auch sagen und zeigen, hey, das wird sich ändern in einer sehr, sehr nahen Zukunft. Und ich finde es mordsspannend, diese ganzen Gameplay-Features alle mal in einem Video zu sehen und sich einen Überblick darüber zu verschaffen, was da noch alles auf uns zukommt. Das ist echt Hammer, das ist echt viel. Und ich muss so ein bisschen, ja, innerlich lächelnd noch zurückdenken an Fragen von Idris und Javelin-Inhabern, ob man denn die Idris auch alleine steuern können wird. Das haben die ernst gemeint. Und ich denke, spätestens bei solchen Aussagen, wie wir sie heute bekommen haben, bei solchen Skizzierungen der zukünftigen Gameplay-Mechaniken in Raumschiffen wird klar, dass vieles möglich ist, aber eine Idris alleine, nein, das geht einfach nicht. Man braucht eine Mannschaft und diese Mannschaft kann auch nicht nur aus NPCs bestehen. Das müssen auch wirklich Menschen sein, mit denen man auch dann trainiert, je nachdem, was man vorhat. Dass man eben auch verlässlich ist, dass man gut ist, dass man sein Schiff in- und auswendig kennt und dass man auch im Ernstfall weiß, wo welche Komponenten sind, ja, was die Schwächen, was die Stärken sind. Und jedes Schiff wird ja auch durch die ganzen Module so individualisiert werden, dass tatsächlich ja, jeder Schiffseigentümer sein Schiff zu seinem Schiff macht, zu etwas Besonderem macht, weil es, wie gesagt, völlig unterschiedliche Aspekte haben wird, Module haben wird, Stärken, Schwächen, ich erwähnte es. Fängt bei der Farbe an und hört bei den Modulen auf. Und dass selbst die Raumanzüge später eine Art Mini-Raumschiff sein würden, diese Aussage fand ich schon sehr gewagt. Er ist dann ja auch wieder ein bisschen zurückgerudert und sagte, naja, das sei so eine Idee, aber ob das wirklich so kommen wird, weiß man nicht. Aber ja, scheinbar sind den Visionen und Ideen von CRG noch keine Grenzen gesetzt. Man sieht aber doch deutlich, dass sie sich wirklich sehr darauf fokussieren, Squadron 42 zum Laufen zu kriegen und trotzdem auch Star Citizen, obwohl, wie wir das in dem Video mit Top Happy ja auch gelernt haben, Star Citizen etwas stiefmütterlich gerade behandelt wird, aber dass sie das trotzdem auch weiter vorantreiben, dass sie das nicht aus dem Blickwinkel verloren haben. Sie haben eben nur einfach Prioritäten. Sie haben begrenzte Ressourcen, begrenzte Kapazitäten, die werden priorisiert und die werden vor allem auf Squadron 42 priorisiert. Und dennoch geht es mit Star Citizen weiter. Und ich bin sehr, sehr gespannt. Sie haben das ja auch eingangs zu diesem PU-Monatsbericht erwähnt und es wurde auch auf Spektrum geschrieben, dass sie überraschend weit gekommen sind mit der Realisierung von Pyro und dem Salvaging. Das bedeutet ja auch im Umkehrschluss, dass sie überraschend weit gekommen sind mit den technischen Grundlagen, weil ohne Server-Meshing gibt es kein Pyro. Das haben sie betont, das glaube ich auch. Und insofern, ja, bin ich jetzt mehr gespannt denn je auf die CitizenCon, weil ich mir bisher nicht wirklich, wie soll ich sagen, ich hätte mir jetzt nicht zusagen wollen und auch der Community nicht zusagen wollen oder sage ich mal, den Ausblick geben wollen, dass wir Server-Meshing, ein funktionierendes Server-Mesh, statisches Server-Mesh zu Gesicht bekommen. Wenn ich das hier richtig verstehe, scheint das dann vielleicht doch der Fall zu sein. Schauen wir mal. Lasst euch nicht hypen, lasst euch nicht durch Fehlinformationen irgendwie in die Irre leiten. Versucht immer ein bisschen die Bodenhaftung zu wahren und einfach zu gucken, was wir
was wir jetzt haben, gerade in den letzten zwei Wochen, stelle ich doch wieder fest, dass der Hype-Meter, der Hype-Level in der Community wieder ziemlich gestiegen ist. Ich bin da eher zurückhaltend und sage, warten wir mal ab. Ansonsten ist noch zu vermerken, dass jetzt der große Umzug nach UK beginnt. Jared Huckabee, der ja wirklich seinen Lebensmittelpunkt in LA hat. Seine Familie wohnt dort und ja, da ist immer schönes Wetter. So verstehe ich ihn. Der zieht jetzt um, am 20.04. ist es soweit, nach UK. Ich glaube nicht, dass er sich wirklich freut, aber das zeigt eben auch, ist so ein weiteres Indiz dafür, dass es in Richtung Squadron 42 jetzt wirklich losgeht und dass hier wirklich Druck auf den Kessel kommt. Und ich denke mal, dass die Schlagzahl sich nach dem Zusammenziehen der Kräfte, also ab Mai, deutlich erhöhen wird. Und alles, was für Squadron 42 entwickelt wird, ist dann auch für Star Citizen natürlich wieder gut. Ich denke, wir werden eine ganze Menge noch gerade auch in Richtung Squadron 42 sehen. Zum Ende des Jahres mutmaße ich mal. Schauen wir mal. Sandy Gardiner, die jetzt Sandy Roberts heißt, ist wieder sehr aktiv geworden auf Twitter. Vielleicht sehen wir die auch mal wieder bei einer öffentlichen Veranstaltung. Warum sie jetzt dort wieder so aktiv geworden ist, weiß ich nicht, aber es ist ganz schön, die Kommunikation zu sehen mit der Community und auch eben die vielen Infoschnipsel, die sie so rauslässt. Über einiges davon möchte ich in der Verse Night sprechen. Die findet jetzt am nächsten Dienstag statt, dem 19. April. Und das hatte ich auch schon zu Anfang dieser Sendung angekündigt. Dort haben wir Star Citizen Vicky, die Creator, zu Gast. Und Star Citizen Kantine. Das wird wieder eine spannende Sendung. Und dann vergesst nicht, regelmäßig beim guten Psychshot reinzuschauen. Der streamt. Hat einen Streamplan, also er streamt regelmäßig, sagen wir mal so. Früher hat er häufig vormittags gestreamt, jetzt ist das so ein bisschen mal vormittags, mal nachmittags. Schaut einfach in seinen Streamplan, der ist auf jeden Fall regelmäßig dabei, der spielt nicht nur, der guckt sich auch diese ganzen Newsletter an. Schaltet ein auf twitch.tv/psychshot. Und wenn Psychshot offline ist, dann könnt ihr bei Faxi reinschauen. Der ist, die ergänzen sich da mal ganz gut, habe ich festgestellt. Wenn der eine offline ist, ist der andere online und vice versa. Faxi auch immer ein guter Anlaufpunkt, um sich über Star Citizen zu informieren. Auch der hat immer den 360-Grad-Blick auf die Entwicklung von Star Citizen. Und wer lieber eine kurze und knackige Zusammenfassung haben möchte, der schaut samstags rein in die Verse News vom guten Sitko. Hier nicht auf Twitch, sondern auf YouTube, auf Sitkos Rest Stop. Ja, das war ein großes, langes Video. Ich hoffe, dass ihr bis zum Schluss durchgehalten habt. Ansonsten, ich habe gelernt, dass die wenigsten von euch in die Videobeschreibung gucken. Tut das auf jeden Fall. Da ist der Link zu meinem Discord. Da gibt es eine Bibliothek über alle Exkurse, die ich mal gebaut habe und auch ja, viel Community-Austausch, Fachgesimpel. Dann gibt es in der Videobeschreibung natürlich die Timestamps, die Inhaltsangabe, die Quellenangaben. Das lohnt sich immer mal, einen Blick dort hineinzuwerfen. Tut das also gerne. Und dann möchte ich mich ganz, ganz, ganz herzlich bedanken bei meinen Unterstützern auf tippi.com. Dank dieser tollen Community, dieser Unterstützer, die mich mit dem ein und anderen Euro unterstützen, habe ich die Möglichkeit, mich stets zu verbessern mit den Videos, mit der Technik und ich freue mich einfach über dieses Dankeschön. Kommt auch ihr gerne dazu. Ich freue mich über jeden Euro und da gibt es auch das ein und andere Schmankerl dann noch extra für Tippi. tippi.com/astrosend. So, dann war es das für heute mit diesem ultra langen XXL-Video. Ich denke, klar ist geworden, dass wir uns auf das Gelbe vom Ei, auf das konzentrieren, was ist und was kommen wird, dass wir aufhören, kritisieren, wo es nichts mehr zu kritisieren gibt. Ich bin sehr gespannt auf das, was kommt und ja, würde mich freuen, wenn ihr das auch genauso seht. Was haltet ihr von den ganzen Gameplay
Funktionen, Elementen, die da kommen. Schreibt mir das gerne in die Videokommentare. Ich lese mir das immer gerne durch. Und dann wünsche ich euch auf diesem Wege schöne Ostertage. Ich hoffe, ich schaffe dieses Video noch vor Ostern rauszubringen. Auf jeden Fall eine schöne Zeit. Viel Spaß mit Alpha 3.17 und vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet eine interessante Zeit und ich freue mich auf das nächste Video, in dem wir uns wieder sehen, wieder hören. Alles Gute, viel Spaß, eine gute Zeit. Tschüss.